Du hast in den Vorspann geschnieft. Ich habe geatmet. Oh. Entschuldigung. Tut mir wahnsinnig leid, wenn euch was komisch vorkam. Ich habe geatmet. Einen wunderschönen guten Abend. Wir reden heute nicht über den Urlaub. Ja. Und dem Ganzen geht eine schöne Geschichte voraus, denn ich hatte mit dem Alexander Wochenende, glaube ich, war es, ein kleines Hin- und Hergeschreibe, weil ich immer die Termine durcheinander bringe. Und dann hatte uns irgendwer zugesagt, ich habe jetzt vergessen, für wen, habe ich gesagt, ach so, ja, für was? Ja, super, dann machen wir das am 9. Und dann kommt von Alexander so völlig alexandresk, Tommy. Nein, am 9. ist doch der Urlaub das Thema. Ah, scheiße, scheiße, Alexander, es tut mir so leid. Und dann spulen wir mal vor zum heutigen Tag und jetzt erzählt der Alexander weiter. Kommt eine E-Mail und da wurde dann geschrieben, wieso ist denn Urlaub angekündigt? Das hatten wir doch auf den 23.04. festgelegt. Von einer unserer Gäste. Richtig. Und dann habe ich panisch durch alle E-Mails durchgeguckt und dann war es nämlich, da gab es die Formulierung, wenn das, dann machen wir doch den 23.04., wenn der 9.04. nicht besser ist. Und darauf kam dann die Antwort, nee, dann machen wir es am 23.04. Ja. Und das war in einer Phase, wo ich irgendwie so ein bisschen leistungsfähig war. Und da habe ich das im Dokument nicht mehr geändert. Oh Mann. Und der Gast, glücklicherweise, den wir dann vertröstet haben, der eigentlich für den 9.04., der wäre aber heute auch nicht sendefähig gewesen. Also insofern war das auch ganz gut. Ja. Sodass wir das jetzt geregelt haben. Aber jetzt haben wir halt keine Gäste, aber dafür Sophia. Das ist ja auch so. Genau. genau, also heute Ask Us Anything. Mit uns Vieren müsst ihr vorlieb nehmen. Wir haben dann einfach, als es schon so knapp war, gesagt, und jetzt suchen wir nicht noch irgendwelche Gäste. Es reicht jetzt. Wir vier müssen ja wohl genügen. Und das sehe ich auch, weil da so viele Fragen schon da sind. Und dann fange ich einfach, mal an, oder? Ja. Übrigens, heute ist der können wir während dieses Streams können wir wunderbar immer mal wieder sagen, bitte gerne abonnieren, weil, also ich finde, das ist einer von diesen Streams, wo man das wunderbar immer mal wieder sagen kann. Bitte gerne abonnieren. Also, Gegenschwurbeln schreibt. Nach Tagen der Kopfschmerzen und schlimmen Naselaufen bin ich vom Koffein los. Gibt es euren Kaffee auch mal entkoffeiniert für Ex-Junkies? Ich glaube, den gibt es nicht entkoffeiniert. Ich gucke mal nach, Sekunde. Es gibt Fairtrade Filter, Fairtrade Espresso, Bio Fairtrade, nein. Ich weiß auch nicht, Ist eigentlich schade auch, dass die, weil ich habe nämlich auch einfach aufgehört, Kaffee zu trinken und trinke jetzt schwarzen Tee und jetzt. Machen die gar keinen schwarzen Tee? Nee. Die machen nur Kaffee. Die machen nur Kaffee. Kannst du da vielleicht mal sagen, dass... Ja, ich beschwere mich sofort. Ja. Einmal schwarzen Tee bitte dazu und entkoffeinierten Kaffee. Gefälligst. Bitte. Genau. Bitte. Also und bitte abonnieren. Genau, weil hier kamen nämlich von Kranke Schwester schon ein paar Abos rein. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Das bedeutet uns wirklich viel und mir ist immer so unangenehm, dass ich das immer vergesse zu sagen. Und der Steffen ist dann so der Einzige, der hier dann ab und zu mal zu den Leuten sagt, Mensch, abonniert uns doch mal und wahnsinnig gute Witze dabei macht, weil er Comedian ist. Also ich kann gerne Caventura mal schreiben, ob sie denn auch mal entkoffeinierten Kaffee anbieten. Ich bin nicht optimistisch. Weiß jemand, wie man das macht? Also nicht, dass ich das jetzt selber machen wollte, aber wie macht man das eigentlich? Wie entkoffeiniert man Kaffee? Also ist das irgendwie voll die Umweltsauerei vielleicht und die machen es deswegen nicht oder? Noch größere Umweltsauerei als Kaffee herzustellen. Weder Ahnung, wie man Kaffee entkoffeiniert, noch warum man das überhaupt tun wollte. Weil dann wenn man den Geschmack mag und aber halt... Ja, ich verstehe das schon, aber dann wäre mein Leben nicht mehr lebenswert. Das ist die letzte Droge, die ich noch habe. Das geht nicht. Das ist die letzte? Die ist die letzte. Gegenschwurm schreibt, bitte lasst es keine Umweltsünde sein. Also wir können auf jeden Fall sagen, dass Caventura, der Hersteller von diesem Kaffee, alles, wirklich alles macht, damit es möglichst geringe Umweltprobleme macht. Der meinte, oder die, weiß ich jetzt nicht, lass es keine Umweltsünde sein, den Kaffee zu entkoffeinieren, weil er doch jetzt... Generell. Ich dachte jetzt generell Kaffee, weil du ja gesagt hast, mehr als sonst noch. Genau, und bei dem, soweit ich weiß, ist es so, dass die Caventura-Leute alles versuchen, um gerade den Kaffee mit einem Segelschiff zu transportieren, damit sie nicht mal das auf der CO2-Uhr haben. Ui.
Ja, also es ist wirklich beeindruckend. Ravensdark Dreams, hello. Wie schafft ihr es, trotz der manchmal schlimmen Themen optimistisch zu bleiben? Habt ihr Tipps dafür oder hat jeder seine eigenen Strategien dafür? Und fangen wir doch mal an. Alexa, was machst du denn da? Warum fängst du denn? Ich weiß gar nicht. Ich fange für mich gesehen links an. Ich habe mir in letzter Zeit wirklich aktiv angewöhnt, nur noch wenige Male am Tag auf Nachrichtenseiten zu gucken, also auch in Online-Medien und vor allen Dingen in die sozialen Medien. Da also wirklich nur noch ganz punktuell und fast gar nicht mehr. Und seitdem geht es mir wirklich besser. Also das einzige soziale Medium, wo ich wirklich durchgehend immer noch reingucke, ist Instagram. Aber da habe ich die Timeline auch so konfiguriert, dass sie überwiegend nett ist einfach. Okay. Und kann das jetzt ganz gut steuern. Das hilft. Okay. Herr Waschkau. Mal besser, mal schlechter. Heute wieder schlechter, ne? Heute mal wieder schlechter. Ja, ich weiß gar nicht, warum du das sagst. ja, es gibt Themen, die belasten einen, es gibt Dinge, die einen emotional mitnehmen. Das Beste ist dann tatsächlich, sich daraus ziehen für eine gewisse Zeit. Zum Beispiel werde ich versuchen, jetzt wieder die nächsten Tage ein wenig Dispens zu üben. Dispens? Ja, eben nicht mehr in sozialen Netzen rumzuspringen. Und was wir machen übrigens, was auch ganz interessant ist, was tierisch entspannend für mich zumindest ist, wenn wir so kochen oder so. Ich habe jetzt immer so eine 11 Stunden YouTube-Coffee-Jazz-Musikschleife gefunden. Und in dem Moment, wo wir dann in der Küche sind, läuft einfach so die ganze Zeit so völlig entspannter Kaffeehaus-Jazz. Und das macht gute Laune. Ich glaube, wenn ich das jetzt mal unabhängig irgendwo hören würde, hätte ich sofort den Impuls zu kochen. Ja, aber das ist bei mir so verknüpft. Ja? Also, dass das bei euch mal passieren würde, dass ihr Dinner-Jazz hört. Ja. Ich hätte ja wirklich mit viel gerechnet, aber na, weil als wir euch kennengelernt haben, war es ja ist auch immer noch. Das ist ja auch immer noch so. Aber wenn ich da mal runterkommen möchte, dann. Also ach so, wenn du nicht wütend werden willst. Richtig, das eine ist, wenn ich in die sozialen Netzwerke dann das andere und ja. Frau Krappweiß. Ich bin gar nicht, also ich bleibe gar nicht optimistisch die meiste Zeit, deswegen, also manchmal geht es mir einfach total beschissen und ich bin nicht optimistisch, aber was ich dann mache ist, also wenn ich das bemerke, ist tatsächlich auch, dass ich gucke, was kann ich denn jetzt tun, und man kann ja so für sich selber immer was tun, also ich habe auch schon, also ich mache das schon lange, dass ich in den sozialen Medien nicht viel gucke und mein Instagram ist auch so wie Alexas, sehr flauschig und cozy und nett. Und ansonsten, ja, gucken, wofür kann ich dankbar sein? Was sind die kleinen Dinge, die schön sind? Oder wie kann ich jemandem eine kleine Freude machen? Oder sowas. Und du machst die Happy Dings jede Woche? Mhm. Ja, dann muss ich mich entschuldigen, weil ich habe tatsächlich diese Woche habe ich es einen Tag zu spät gemacht, also für mich. Ich habe ja für mich selber weiß ich mache die normalerweise freitags, habe sie samstags gemacht und habe eure Happy Dinge so noch nicht als Story gepostet, weil ich es einfach nicht geschafft habe. Aber morgen. Ja, schaut, macht da mal mit, wenn ihr Lust habt. Das ist wirklich sehr schön, weil man dann auch sieht, was andere Leute Positives zu berichten haben. Und das ist echt dann doch, trotz dieses ganzen Wahnsinn, eine ganz schöne Menge. Achso, was mache ich eigentlich? Doomscrollen. Genau. Nee, also tatsächlich würde ich sagen, Musik machen hilft mir da eigentlich am meisten, weil oder tatsächlich in dem Fall jetzt mit Herrn Waschkau Sea of Thieves spielen, weil es, ich meine, zwischendurch können wir uns schon unterhalten, aber da wir nicht so gut sind. Wenn das Unvermögen einsetzt, muss man sich da schon entsprechend konzentrieren und man kann dann einfach nicht. Also es gibt dann schon so Situationen, wo ich sage, Alexander, leg das Handy jetzt weg, weil er so wegdriftet, wir fahren so auf so einen Felsen zu und ich höre ihn, Alexander, ja, macht er dann immer. ja. Und dann sehe ich, wie das Schiff, ich gehe dann schon mal runter und repariere. Ja, also das merkt man schon, aber also das hilft auf jeden Fall. Vielleicht noch eine Sache, die bei uns oder die mir auch hilft, ist natürlich, dass sehr viele positive Feedback für das, was wir so alles machen. Und dann nehme ich euch jetzt mal gleich mit. Ja. Sei das alle bekloppt, sei das Nachsitzen für Huxilla. Für alle Aktivitäten, die wir so machen, gibt es ja immer in der Regel sehr viel positives Feedback von draußen. Und das stimmt ja dann auch immer optimistisch, wenn Menschen das
Gefühl einem geben, dass das, was man tut, und bei uns ist es ja irgendwie auch unser Job, dass das was Positives bei Menschen bewirkt. Das stimmt sehr, sehr positiv. Das stimmt. Das ist tatsächlich immer wieder großartig und ist wirklich ein ganz großes, also das, ja, da fühlt man wirklich sich sehr, wie heißt das Wort, was ich immer sage, was ich immer vergesse? Selbstwirksam. Genau, da fühle ich mich selbstwirksam. Ja, und wenn ihr jetzt aber gar nicht selber einen Podcast macht oder irgendwas und deswegen niemand euch schreibt, dass das toll ist, was ihr da macht, kann man aber tatsächlich, finde ich auch, einfach jemandem ein Kompliment machen, eine nette Nachricht schicken. Es tut einem selber auch gut. Ich meine jetzt nicht, dass ihr uns das schicken sollt, sondern einfach Freunden, Bekannten, Familie oder guckt im Internet und wenn jemand was Nettes schreibt, macht ein Like hin oder macht einen Kommentar dazu. Das finde ich super, dass du das jetzt so geschrieben hast. Oder. Also man kann im Kleinen so viel machen und meistens kommt dann auch was zurück. Ja. Oder ihr könnt euch sicher sein, es kommt dann jemand anderem zugute, weil ihr ja jemanden glücklich gemacht habt. Also ja, zum Beispiel Alexander, wenn genau. man ihn lobt. Sophia, wo du das gerade geschildert hast, auch mal, wenn man unterwegs ist draußen und jemanden trifft, einfach mal anlächeln, irgendwie nett und guten Tag sagen oder so oder einfach mal einen Gruß erwidern oder so. Das kann auch manchmal richtig nett sein, wenn man dann irgendwie einen netten Gruß zurückkriegt oder so. Ja, positive also Interaktion. Hier auf dem Dorf sowieso, wenn man so einen Samstagsspaziergang macht, ist das fast üblich eigentlich, dass die Leute einander grüßen. Das finde ich jetzt auch ziemlich seltsam, wenn man sich dann da nicht grüßt, ehrlich gesagt. Ja. Aber klar, wenn man, also je nachdem, wo man ist, ist es vielleicht auch auf anderen, schwierig. Dann. Auf der anderen Straßenseite vielleicht nicht unbedingt dabei. Ja, aber stimmt, ja. So, also nächste Frage. Die geht an Hoxilla. Habt ihr euch... Jetzt muss der Knaller kommen, weißt du schon. Es ist nur, ich finde es nur lustig. Habt ihr euch in Bayern gut eingelebt? Vermisst ihr den Norden und wenn ja, was am meisten? Jetzt fangen sie beide an zu weinen. Also schauen wir mal. Ja, was Mut hat Mut nicht. Ja. Was vermisst ihr denn am meisten? Also, wir haben uns hier sehr gut eingelebt und wir sind hier vor allen Dingen wahnsinnig lieb aufgenommen worden von allen Menschen. Das ist total schön. Ja, weil ich da so lange Zeit verbracht habe, vermisse ich schon irgendwie teilweise ein bisschen den Norden, weil ich halt einfach so ein geborenes Nordlicht bin. Es gibt tatsächlich eine Sache, die ich total vermisse und das holen wir jetzt nach. Es gibt einen Urlaubsort im Norden, den wir sehr, sehr oft in den vergangenen Jahrzehnten aufgesucht haben. Und den werden wir jetzt mal wieder besuchen. Genau. Okay. Die Innenalster. Ja, ne? Die Innenalster und dieses, diesen Nudelpalast, der da steht. Was ist das noch? Der heißt ja nicht sogar Alexa? Oder, was? Oder Alex? Ach so, dieser, so der Michel ja, oder was? Nein, du meinst dieses Restaurant da. Ja. So, ach, der Alex oder das Alex. Das heißt das Alex. Ja, das gibt's noch. Ja. Genau, da war ich mal nach einer Kinopremiere, eine rauschende Premiere von irgendeinem riesigen Hollywood-Ding und danach war dort dann die Veranstaltung. Okay. Ja. Und was ich sehr lustig fand, war, weil alle Leute dann schon hingegangen sind und gesagt haben, ja super, jetzt kriegen wir da irgendwie Nudelbampf. Und es hat sich rausgestellt, die haben quasi von diesem Laden überhaupt gar keine, nicht eine einzige Minispeise. Wahrscheinlich haben sie nicht mal die Getränkespender von denen verwendet, sondern es kam komplett eigener Catering-Service. Das war jetzt aber keine Werbung für dieses Ding gerade. Definitiv nicht. Okay. Ich fand das da war das nämlich. Absicht? Ich fand das okay. Ich persönlich. Es gibt bestimmt Leute, die das total gern mögen, diese Art von Essen. Ich fand es nicht gut. Aber es ist auch eigentlich immer voll, wenn man da hingeht. Ja klar, weil es natürlich ein geiler Ort ist. Ne? Also das ist keine Frage. Du sitzt da halt total großartig ne? und guckst auf die Innenalster und auf diesen armseligen Springbrunnen. Das ist schon hübsch. Pumas Tochter sagt, es ist zwar keine Frage, ich wollte einfach mal Danke sagen. Vor allem an Sophia, durch deren Vehemenz, was das Thema Babys schreien lassen angeht. Aha. Meine Mutter ist immer noch in diesem alten Muster verhaftet und mir fiel es durch Sophias Worte, die ich immer im Hinterkopf hatte, sehr viel leichter, mich ihr gegenüber zu behaupten. Das freut mich sehr. Das ist ganz vielen, vielen Dank für diese Rückmeldung. Das ist wirklich toll. Danke. Kannst du für die Leute, die jetzt gerade zuschauen, die jetzt nicht wissen, worum es geht, das ganz kurz anreißen, was... Lasst eure Babys nicht schreien. Ja, genau. Ja, das ist tatsächlich die Essenz dessen. Ja. Wenn ein Baby schreit, dann braucht es irgendwas oder es tut ihm was weh oder es ist, also es ist
ist halt irgendwas nicht richtig und es bittet quasi durch sein Schreien darum, dass man ihm da irgendwie hilft, das Bedürfnis zu stillen oder ihm zu helfen. Mhm. Und kein Baby der Welt, bisher zumindest, schreit, weil es euch terrorisieren will. Das können die gar nicht kognitiv. Geht wirklich nicht. Also das, wenn euch jemand sagt, das macht es nur, weil es will, dass du jetzt da springst und du ziehst dir dann kleinen Terroristen heran, das ist einfach falsch. Es ist Unsinn und es stimmt nicht. Aber, was ich dann auch immer sage, ja, also bitte macht es nicht. Macht es nicht. Ist verkehrt. Wenn ihr das aber schon gemacht habt, weil euch jemand erklärt hat, dass das so gehört oder weil ihr das unsägliche Buch Jedes Kind hat schlafen lernen gelesen habt oder. Bitte macht euch nicht allzu viele Sorgen. Was passiert ist, ist passiert. Ihr könnt einfach für euch sagen, mache ich beim nächsten Kind anders oder ich erkläre jetzt Eltern, dass man das nicht machen sollte. Und wenn ihr das jetzt nicht exzessivst gemacht habt, dann werdet ihr trotzdem eine gute Beziehung zu eurem Kind haben und ein Kind, was gut im Leben sein kann. Also ne, mir ist immer wichtig, dass wenn man das jetzt schon gemacht hat, dass man jetzt nicht komplett verzweifelt und denkt, oh Gott, jetzt habe ich mein Kind fürs Leben geschädigt und überhaupt. Bitte, Eltern machen alle Fehler und hakt das einfach ab und denkt euch so, ab jetzt versuche ich es einfach besser zu machen. Jetzt lasse ich meinen 18-Jährigen nicht mehr schreien. Und diese Großeltern, die dann so vehement sagen, das gehört aber so und es muss aber so. Manchmal habe ich auch Mitleid mit denen, weil ich mir denke, die merken halt oder die kriegen ja quasi indirekt gesagt, ihr habt das damals falsch gemacht. Ach so. Hm. Und natürlich, ich kann sagen, also ich glaube, das war damals einfach stand das in den Erziehungsratgebern oder die Kinderärzte haben gesagt, das ist ja voll wichtig, dass das Kind da rumschreit, weil die Lunge dann irgendwie was macht, was Tolles oder was weiß ich. Also auf jeden Fall, denen wurde ja gesagt, es ist gut so. Und vielleicht hilft manchmal so ein kleiner Nebensatz, ich weiß, dass ihr das anders gemacht habt, weil man das damals halt so gemacht hat und damals so gesagt hat, aber jetzt gibt es halt neue Erkenntnisse und denen vielleicht irgendwie so ein bisschen eine Brücke bauen. Ja, und das schlechte Gewissen nehmen kann, weil natürlich fühlt sich das blöd an, wenn man merkt, man hat da jetzt was gemacht, was heutzutage total verpönt ist. Das ist nicht schön. Das habe ich jetzt ganz schön kurz gefasst. Ja, was? Aber? Nein, ich meine, ich habe mich gar nicht kurz gefasst, doch, aber ich kann das nicht kürzer, leider. Das ist auch richtig so. Malina Frog Choir. Gibt es mal einen Stream oder ein Event für Maraverse-Fans, sodass es möglich wäre, spoilerhaltige Fragen zu stellen? Frag sie doch einfach. Nächste Frage. Nicht die Moni. Hattet ihr, also es gibt keinen geplanten Maraverse-Stream erstmal. Ich glaube, das wären dann 10 Leute. Ich wüsste nicht. Sollte es irgendwie mal so sein, dass das tatsächlich irgendwo hinkommt, also Kuram Schwarz oder Ghost Sitter, wo es viele, 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 noch viele Leute, noch mehr viele Menschen sehen, oder es so sein, dass die Leute bei Audible irgendwann verstehen, Tommy Krapfeis gibt es nicht nur geschrieben, sondern auch hier in Streams, dann natürlich schon, aber jetzt im Moment wäre das übertrieben. Nicht die Moni schreibt, hattet ihr schon mal Gäste, / Themen, bei denen ihr hinterher gesagt habt, nee, machen wir nimmer. Wenn ja, warum? Ja, das hatten wir sehr wohl. Mhm. Wir sagen aber nicht was. Nee, das wäre jetzt schwierig. Genau. Das fände ich jetzt auch. Nein, das wäre jetzt falsch, das zu sagen. Also Themen finde ich. Nee, Themen? Themen? Nee. Eigentlich nicht, nein. Nee. Themen nicht. Also aber, nicht, dass ich wüsste. Aber Menschen gab es schon manchmal, wo wir festgestellt haben, die sind halt einfach inkompatibel. Mit denen kann man das hier nicht machen. Oder die halt aus irgendwelchen anderen Gründen Sachen sagen, wie wir sie nicht gerne in unseren Streams gesagt haben. Und nein, das sind jetzt nicht alle Leute, die nur einmal da waren. Ach so, nein. Okay. Also nicht, dass ihr jetzt guckt, wer war denn nur einmal da? Nein. So viele waren es nicht. Nein. Der Jovo, falls eine neue Staffel Noob Tours kommt, die kommt. Ist die mit Sven? Ja. Welche Gäste schweben euch davor? Eine Menge. Alexander, möchtest du das mal beantworten zur Abwechslung? Wen wir kriegen können. Wer nicht Nein sagt explizit. Wenn die Reihe auf dem Mast ist, der muss mitfahren. Wir haben das auch gar nicht so ausdefiniert. Wir haben Lust, das zu machen. Und da ist der Sven natürlich dabei. Der wird aber auch wahrscheinlich auch nicht immer können. Da wird die Grit mal dabei sein. Da wird der Holm dabei sein. Und viele andere. Und viele andere. Wer Zeit und Lust hat und wie es dann passt. Und die Alexa, wenn es das Spiel auf PlayStation gibt. Ah, stimmt. Dann kannst du an einem anderen Ort in der Wohnung dann mitspielen. Genau.
Sehr gut. Merkst du, wie begeistert sie ist? Ja, ja, das ist aber bei allen so. Und mich nicht gut anstellen, ja, aber dafür ist es ja da. Sehr Noob Tours, ja. Genau. Also es gibt einige Leute, die schon gesagt haben, dass sie Lust haben, auch viele aus unserem Dunstkreis, bekannte Leute. Und ja, also das wird passieren und wir haben, ich würde es mal nicht ein Sponsoring nennen, aber wir haben einen Partner und zwar sieht es alles so aus, als werden wir die Hersteller von diesen Plastikbehältern hier haben, die für jedes verkaufte Noob-Tour-Snagger-Gerät an Marina Weißbands Aula-Projekt spenden. Also wir kriegen leider nichts, unsere Gäste kriegen einen Snagger, aber ja, ach nee, doch, warte, entschuldige nicht, bevor ich was falsch sage. Ich glaube, wir haben eine Beteiligung. Irgendeinen Prozentsatz. Irgend so eine reichmachende Prozentsatz haben wir. Das wird dann für die Sahne auf dem Eis reichen, dass wir uns einmal im Jahr Von dem Kaffeeverkauf kaufen können. Genau. Nee, aber die Hauptsache ist, das Ding ist tatsächlich an ein Spendenprojekt angeschlossen und Marina hat sich schon sehr gefreut, als ich ihr das erzählt habe. Und jetzt haben wir eh keine Wahl mehr. Und wir werden das wahrscheinlich alternierend mit Nachsitzen am Donnerstag, haben wir jetzt irgendwie gesagt, glaube ich, ne, Alexander? Mit alle bekloppt. Genau, am Donnerstag machen. Genau, das ist der Snagger. Und wenn ich jetzt wieder totgequatscht machen will, was ist dann? Nein, wir machen es ja nur alle drei Wochen. Nur einmal im Monat. Okay. Ich meine übrigens nicht will, sondern kann, weil wollen tue ich schon. So total professionell, so mit vollem Mund zu moderieren. Ich habe doch jetzt extra runtergegessen, ganz brav. The War on Ducks schreibt: Wie geht's euch damit, dass ihr nach der Formatanpassung einige Zuschauer in Anführungsstrichen eingebüßt habt? Haben wir das? Haben wir, wir schon. Ob es daran lag, ist die Frage. Also es gibt zwei Gründe. Also zum einen kann es schon sein, dass viele Leute dieses Familiäre, dass es immer die gleichen Leute waren, vermisst haben, weil es halt wirklich eine eigene Dynamik hatte, definitiv. Zum anderen sind die Themen ernster geworden. Und es wurde auch insgesamt dadurch, dass wir Leute eingeladen haben, die tatsächlich betroffen sind und so weiter, auf eine Art belehrender oder bedrückender, gar keine Frage. Und das Hauptthema aber, warum wir Leute verloren haben, ist, warum Twitch generell Leute verliert. Und das ist, weil die Pandemie nicht vorbei, aber anders ist jetzt. Das ist der Hauptgrund. Das ist aber, deswegen habe ich das gerade so ein bisschen salopp gesagt, bei den Live-Zuschauern ja, wenn ich dann aber auf die Download-Zahlen der Verpodcastungen schaue, kann ich da gar keinen Trend sehen. Also das ist absolut gleichbleibend, was die Hörerzahlen angeht, die Hörerinnenzahlen. Also ist nur auf Twitch. Dann, ja, aber da leiden ja alle drunter, dass da weniger Live-Zuschauer sind. Und vielleicht haben da auch Menschen natürlich durchgewechselt, die das Ferngespräch lustiger fanden als das Nachsitzen jetzt, aus den Gründen, die Tommy sagt, aber es sind dann zumindest genauso viele dazugekommen. Also ich sehe da keinen großen Dip in den HörerInnenzahlen. Ja, genau. Ich finde es auch grundsätzlich nicht tragisch, sowas. Also gut, wenn es jetzt gar niemand mehr gucken würde, dann müssten wir uns überlegen, ob wir das vielleicht dann einfach privat machen. Ja. Aber wenn das mal weniger Leute sind und dafür ist es ein Konzept, was uns mehr liegt, dann ist das ja völlig okay. Ja. Also ich kann total verstehen, wenn das Ferngespräch auch durch die Zeit, in der es entstanden ist und durch diese Atmosphäre, dass ihr dem nachtrauert, das verstehe ich total. Aber es war einfach für uns vorbei. Es hat uns nicht mehr zufriedengestellt. Wir wollten was anderes, wir hatten ja immer mal wieder auch Gäste, die dann dazukamen und es hat sich schon irgendwie ein bisschen verändert. Mhm. Aber uns war es zu metamäßig. Es war immer so, dass da quasi die mehr oder weniger gleichen Leute von oben auf etwas draufschauen und dann was sagen. Und das passte bei manchen Themen. Bei manchen Themen, wie zum Beispiel Cultural Appropriation oder sowas, da wäre das einfach nicht gegangen. Das kannst du nicht mit einem Haufen weißer, mehr oder weniger privilegierter Menschen von oben herab besprechen. Das geht einfach nicht. Und das waren aber dummerweise genau die Themen, die wir besprechen wollten und immer noch wollen. Ja, und dann hat sich halt auch ergeben, dass durch den Erfolg von dem Format und den Dingen, die wir so machen, unsere Reichweite so groß wurde, dass wir plötzlich, ganz andere klingt jetzt wertend, aber ich sage jetzt mal ohne Wertung, ganz andere Gäste als bisher bekommen haben. Also die Leute, die jetzt dann demnächst uns hier die Ehre geben, ist zum Beispiel Christian Stöcker,
ich weiß nicht, ob euch dieser Name was sagt. Alexa, du kennst ihn schon lang, weil du Fan bist, gell? Ja, ich lese seine Kolumne ja sehr, sehr häufig und der super sagt halt sehr, sehr kluges Zeug zu Sachen, sehr, die im Internet so passieren. Ja, ja, sehr, sehr schlauer Mensch. Und naja, und wir hatten ja wirklich also hochkarätige Gäste, auch das mit Marina dann, das so toll geworden ist, dass wir vom Volksverpetzer Leute ja haben und so weiter. Genau, also, ja, also mehr kann ich dazu jetzt irgendwie gar nicht sagen. Wir sind sehr, 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 sehr zufrieden mit dem, wie es läuft. Und ich finde es auch gut, dass dann Lydia und Co. einfach was Eigenes noch gemacht haben, dass man sich genauso anschauen kann, wenn man möchte. Und da finden sich auch immer wieder viele bekannte Gesichter und bei uns sind immer wieder mal bekannte Gesichter. Eben, genau. Also hat es sich einfach, eigentlich hat sich das Angebot vergrößert. Genau, es ist mehr geworden. Ja. Es ist mehr geworden auf Twitch, genau. So, wie habt ihr eigentlich Martin Moder kennengelernt? Ich habe den einfach über euch kennengelernt, nehme ich mal an. Also ich habe den übers Ferngespräch kennengelernt. War das Daniel Gehrer? Wir haben Martin Moder das erste Mal getroffen vor sehr, sehr vielen Jahren bei der Verleihung des Goldenen Bretts vom Kopf in Wien, in der Ukraine. Da hat Alexa, 2014 war das. Genau, da hast du die Laudatio auf Xavier Naidoo gehalten und Martin hat da eine Laudatio auf jemand anders gehalten. Da haben wir aber gar nicht so viel miteinander gesprochen, aber dann sind wir so über die sozialen Netzwerke verbandelt, haben dann mit Florian auch gemacht. Und sind dann darüber so mit Martin ins Gespräch gekommen und dann war der tatsächlich in Lübeck an der Uni noch war, hat er mal an einer benachbarten Einrichtung einen Vortrag gehalten, dann habe ich mich da mit ihm persönlich mal getroffen und irgendwie ist das dann daraus gewachsen und haben gesagt, vielleicht hat er ja mal Lust ins Nachsitzen zu kommen und dann ist er ja quasi Ferngespräch, dann Nachsitzen, genau. Und das war auch, wir haben ihn kennengelernt, bevor er noch bei den Science Busters war. Ja. Also das ist dann alles erst später gekommen. Jetzt ist er natürlich riesengroß, auch mit seinem Megakanal, völlig zu Recht. So sind wir da irgendwie an ihn dran gekommen. War schon lange her, 10 Jahre auch schon. Aber beim Ferngespräch speziell war es, dass der Daniel Gehrer, der ja uns manchmal unterstützt, auch gesagt hat, könnt ihr mal den Martin Moder mit dazu holen, weil der Teil von dieser Europa gegen Covid-19-Geschichte war. Genau. Stimmt. Ja. Stimmt. Florian Spitzer fragt, schwarzer Tee auch mit Butter? Nee, tatsächlich nicht. Aber mit was dann? Mit nix, tatsächlich. Du trinkst jetzt einfach pur schwarzen Tee? Ja. Und ich finde es völlig faszinierend, wie man so einfach seine Gewohnheiten ändern kann, wenn man das möchte. Also ich bin ganz begeistert, weil ich hatte jetzt gar nicht so einen wirklichen Grund, sondern ich habe einfach gedacht, ich probiere das jetzt mal, weil vielleicht ist es gar nicht gut mit diesem Kaffee die ganze Zeit. Und Doch, kauft Kaffee. Man kann ihn ja trotzdem kaufen, kann sich irgendwo hinstellen in so eine Vitrine oder so. Oder mir senden. Ja, genau, oder dann einfach den Hoxillas weiterleiten. Ich trinke den dann schon weg. Mir geben, finde ich lustig. Ja, also ich trinke jetzt einfach so schwarzen Tee und auch sonstigen Tee. Ja. Gott, sind das viele Fragen. Ey, was geht mir ab? Das ist ja Wahnsinn. Manche kann man ja auch ganz schnell beantworten. Ja. Hummelhörnchen, wie wäre es mal mit einer wissenschaftlichen Review-Sendung zur aktuellen Staffel der ARD-Charité-Serie #Mikrobiologie? Wir machen keine Reactions und Reviews eigentlich. Da würde mir auch die Kompetenz komplett fehlen. Also ja. Ich bin ja kein Mikrobiologe. Aber Alexa, du hast gerade so ein Geräusch gemacht. Nein, weil klar, also Geschichte der Medizin finde ich total spannend. Ja, also klar. Man kann mal Geschichte der Medizin machen als Thema, aber dann müsste man sich eine MedizinhistorikerInnen, einen Medizinhistoriker einladen, die uns das dann erklären, weil das ist auch nicht so einfach. Aber das wäre grundsätzlich schon spannend, natürlich, die Geschichte der Medizin. Total. Super. Mhm. Moritz Linden, welcher Zusammenstellung der neuen Welten folgst du bei Mara oder gehst du davon aus, dass neun nur eine poetische Umschreibung für viel ist? Ach, du meinst die neun nordischen Welten aus der Edda? Da habe ich mich noch nicht wirklich festgelegt. Also ehrlich gesagt, welche Zusammenstellung? Weil, ja, also ich folge im Zweifel der Edda des Snorri Sturluson und schaue halt da rein, wie er es aufgeteilt hat. Dann lese ich nochmal im Lexikon von Professor Simek nach, was gegebenenfalls Unterschiede sind und suche mir einfach da was raus, wenn es ein Thema gibt, dass ich das beantworten muss. Ansonsten beantworte ich es einfach nicht.
Also weil sich mir die Frage nicht stellt als Autor, somit auch die Frage, die Figuren sich erstmal nicht stellen, außer der Professor Weisinger will es unbedingt erzählen, dann schlage ich halt nach. Aber da habe ich mich jetzt noch nicht wirklich entschlossen, ehrlich gesagt. Aber schon so, dass es innerhalb des Wechsels in die nordische Mythologie tatsächlich ein großer Baum ist. Also das definitiv schon. Und dass da unten der Drache ist und dass da oben und so, ja, das schon. G12N, Voice AI, geht in großen Schritten voran. Was haltet ihr von solchen Stimmen in, und jetzt pass auf, jetzt wird es eine große Frage plötzlich mit drei Worten, Therapie, Broadcasting und oder Entertainment? Alexander, du hast doch so Fernmedizin oder wie nennt man das? Telemedizin. Erfahrungen. War das schon ein Thema, als du an dem Institut noch warst, AI? Also AI ist seit vielen Jahren ein Thema, das hieß nur damals Big Data, als das ein Thema war, weil es dafür die Fördergelder gibt. Wahrscheinlich ist es jetzt inzwischen so, dass man AI einen Förderantrag schreiben muss, damit man das Geld abgreifen kann. Und da sind die Anwendungsbereiche unterschiedlich erfolgreich. Was sehr gut funktioniert, ist Diagnostik von Hautkrebs, also so einer trainierten KI, ein Foto vorlegen und dann die Entscheidung, könnte das ein Tumor sein oder nicht auf der Haut. Das funktioniert relativ gut. Mhm. Bei Lungenkrebs mittelprächtig und dann wird es schwierig. Wenn Therapie jetzt im Rahmen der Psychotherapie gemeint ist, glaube ich, dass es ein... Also telemedizinisch funktioniert es gut. Das heißt, wenn eine echte Therapeutin vor der Kamera sitzt und PatientInnen sitzen vor der Kamera. Da gibt es Studien zu, dass es insbesondere dann sehr, sehr gut funktioniert, wenn die sich schon mal kennengelernt haben in echt und so ein gewisses empathisches Verhältnis miteinander aufgebaut haben. Da macht es keinen Unterschied mehr. Ich glaube nicht, dass wir aktuell an einem Punkt sind, wo eine KI per se Therapie machen kann. Denn das sind ja bisher die Dinge, die wir so erleben, auch die Dinge, die sprechen. Simulatoren für Konversationen. Die haben aber ja keine wirklich inhärente Schlauheit und schon gar kein Empathievermögen. Insofern glaube ich, dass vielleicht so diagnostische Gespräche, das könnte ich mir vorstellen, dann höre ich auf zu reden für das Thema zukünftig. Also es gibt ja so strukturierte also ein Abfragen sozusagen. Genau, also diese wie eine klare Anamnese quasi. Genau. Dass das vielleicht, damit es dann netter ist, durch eine Computerstimme begleitet wird, das könnte ich mir vorstellen. Aber auch selbst da ist es dann schon, dass ein erfahrener Therapeutin da auch mal eine Zwischenfrage nochmal stellt oder versucht, was einzugrenzen. Insofern halte ich das im Therapiekontext erstmal noch für schwierig, aber wer weiß, was kommt, weil die Technologie sich wirklich, wirklich Wahnsinn. In einer Geschwindigkeit entwickelt, die ich kann nicht wissen, was übermorgen passiert. Ja. Das wäre Therapie, glaube ich, was ich dazu. Da waren aber noch mehr Aspekte, oder? Ja, ja, klar. Ja. Also schauen wir doch einfach mal, was hast denn du für Begegnungen mit AI? Also ich denke auch, dass es für Therapie, stelle ich mir das sehr, sehr schwierig vor. Ich habe jetzt gerade überlegt, ob ich mir denken könnte, es ist vielleicht besser als gar nichts, wenn man auf einen Therapieplatz wartet. Ich bin mir aber, also ich glaube eher nicht, weil wenn ich eine Therapie brauche, dann... Die AI sieht ja nicht, oder also zumindest jetzt noch nicht, wie reagiert jemand und wo hat vielleicht auch eine AI durch einfach nur anders formulieren irgendwas ausgelöst, wo sie sich jetzt nicht drum kümmern kann. Also insofern würde ich das... ist auf jeden Fall sehr komplex. Würde ich da mir denken, nee, lieber nicht jetzt erstmal. Ich habe im Moment, ich habe so eine Englisch-App, weil ich mein Englisch wieder auferwecken möchte, also zumindest den aktiven Wortschatz. Und das ist mit einer AI, also man unterhält sich quasi mit der. Ich finde die großartig, diese App. Und da habe ich festgestellt, das ist schon krass, was die kann und was die wirklich auch, also in was für einer Geschwindigkeit natürlich, ne? Ich sage was und dann sagt die, also dann wiederholt sie das nochmal anders und sagt, ja, ich verstehe, was du meinst und fasst es dann quasi so in einem Satz zusammen, wo ich mir denke, ja, stimmt, so hätte ich es auch formulieren können. Also ne, dieser Lerneffekt ist da schon da. Und auch, dass die wirklich nett ist. Die ist halt immer freundlich, immer nett, immer tatsächlich auch sowas wie oberflächlich verständnisvoll.
Also das ist schon, also für mich jetzt mit dieser Englisch-App ist es total angenehm. Also zu einem, weil ich es mit einer App machen kann. Ich habe nicht eine Person, mit der ich einen Termin machen muss, was halt für mich im Moment nicht geht. Und ich mache das auch nur eine Viertelstunde, weil ich es länger gar nicht schaffe. Ich bin nach einer Viertelstunde völlig platt. Aber auch, dass es halt, also ich zumindest freier sprechen kann, weil es mir halt egal ist. Also mir ist es nicht so peinlich, wenn ich dann irgendwie rumstotter oder irgendwie denke, oh Gott, was war denn das jetzt? Weil es halt nur eine AI ist. Also für sowas ist es, glaube ich, schon eine gute Sache. Am Ende ist es natürlich nicht genauso wie ein wirkliches Gespräch und es, ne, also gar keine Frage, aber es ist deutlich besser als nichts, denn meine Alternative wäre nichts gewesen, weil ich jetzt keine Termine mit jemandem machen kann und sagen kann, wir üben jetzt mal eine Stunde Englisch, das geht halt nicht. Also, ja. Also bei mir ist es so, dass ich tatsächlich die Version 4 von ChatGPT zu Recherchen nütze, wo es nicht wirklich wichtig ist, sage ich jetzt mal, wo jetzt weder ein Leben davon abhängt, noch wo ich ein wissenschaftliches Statement rausgeben würde oder sowas, sondern zum Beispiel jetzt, während ich Ghostsitter schreibe, habe ich halt dann in der Kombi mit ChatGPT immer mal geguckt. Also ich habe ein super kompliziertes Thema gerade, wo es um Amerika in den 1930ern geht. Ich muss bestimmte Dinge benennen. Ich muss wissen, wo ist eine bestimmte Kreuzung in der Nähe von dem Ort, wo ich gedacht habe, dass das spielt und so. Lauter so Kram einfach. Ja? Und dann sage ich, sag mir doch mal bitte eine Kreuzung hinter Memphis, Tennessee, wo vielleicht auch so eine Shantytown, Hooverville stehen könnte, also so eine Art Slum. Und was in der Nähe von dem Fluss ist, gibt es da irgendwo eine Kreuzung, die irgendwie cool aussieht, die auf das passt, wenn es irgendwie darum geht, dass ein Musiker seine Seele dem Teufel verkauft. Und dann kriege ich halt Vorschläge, dann kann ich da draufklicken, dann kann ich mir die angucken und dann entscheide ich mich halt für eine. Und das wäre vorher mit Google echt nervig gewesen, tatsächlich. Da hätte ich schon mal eine halbe Stunde gebraucht, da brauche ich halt jetzt 2 Minuten maximal. Und das ist schon eine große Hilfe, was ich nicht... Es ging aber um die Frage nach Stimmen, glaube ich, auch. Auch, ne? Ja, das kommt noch. Aber es geht um Entertainment und bla. Also da nütze ich das und das ist einfach eine wahnsinnig große Hilfe, weil ich in einer Konversationsform mich mit diesem Chatbot, weil mehr ist es ja nicht, unterhalten kann und sagen kann, nee, das passt aber nicht so. Hast du da nicht noch einen anderen Vorschlag, der mehr ist und wo vielleicht ein Baum in der Mitte steht? Oder, ne? So. Mhm. Und dafür ist es wirklich super. Aber kreativ, alles, was ich bisher kreativ versucht habe, natürlich probiert man das aus, war wirklich völlig, absolut, total unbrauchbar für meine Zwecke. Wirklich schlimm schlecht. Sachliche Dinge, echt mal irgendwie, wenn du ein Treatment hast, das ist 2 Seiten und du sagst, scheiße, ich brauche das in 5 Minuten in so viel. Dann kopiert man das rein, guckt sich das an, korrigiert dann schon auch nochmal 10 Minuten dran rum und ist dann fertig. Aber das ist das Höchste der Gefühle, ehrlich gesagt. Genau, zu Stimmen, klar. Also ich weiß nicht, Alexa, wie das bei dir jetzt während der Hörspielaufnahmen ist. Ist das Thema bei den Leuten? Ja, bei fast allen. Also ich habe das ganz oft mitgekriegt, wenn man sich dann doch mal 5 Minuten während im Päuschen oder danach unterhält, dass alle da wirklich sich Sorgen machen, was diese Entwicklung angeht. Und das ist auch sehr, sehr schade zu beobachten, dass sich da unter Umständen, weil man diese Entwicklung einfach nicht mehr aufhalten kann, also da dürfen wir uns ja auch nichts vormachen, ein ganzes Berufsfeld komplett ändern könnte und da auch Existenzen dranhängen. Ich glaube, da muss in den nächsten Jahren rechtlich ganz viel passieren, dass man wie das Recht am eigenen Bild auch sowas wie das Recht an der eigenen Stimme kriegt oder so, oder das dann vertraglich abgesichert wird. Ich glaube, das ist den Verantwortlichen in der EU aber zum Beispiel auch schon ziemlich klar, dass da was passieren muss und dass da die Gesetzgebung angepasst werden muss. Aber klar, das sind natürlich alles persönliche Schicksale, die da dranhängen und Menschen, die da betroffen sind. Und es ist auch sehr, sehr interessant zu beobachten in den Gesprächen. Die finden das einerseits ja natürlich auch faszinierend, also was technisch dann so alles geht. Aber es schwingt halt immer diese große Sorge mit. Und das ist, glaube ich, auch so typisch für uns alle, dass wir solche technischen Neuerungen einerseits mit so einer gewissen Neugier und betrachten und oh, wie kann uns das denn das Leben vielleicht angenehmer machen? Und auf der anderen Seite uns natürlich fürchterliche Sorgen machen. Total, klar. Also ich glaube, als Sprecher oder Sprecherin machst du dir die Sorgen zurecht, oder? Ja, also definitiv. Da sind einige, die ich kenne, die jetzt einfach sich ein anderes Berufsfeld tatsächlich suchen, weil sie sagen, das geht so nicht weiter. Ja. Das finde ich wirklich dramatisch, ja. Ja, ja, und es ist auch so, dass, also ich bin ja ein großer, großer Fan
der Menschen, die synchron sprechen, finde die alle, das ist Wahnsinn, was die leisten. Ich mag aber keine synchronisierten Filme. Ich finde die Leute und was die leisten, was die für Dialogbücher schreiben, dass die auf diese Mundbewegung passen, wie großartig da die Regie geführt ist, wie fantastisch die Leute das da drauf sprechen. Wir kennen ja auch so viele von denen, die wirklich große Meister ihres Fachs sind. Ich mag nur keine synchronisierten Filme. Ich möchte keine Interpretation des Schauspielers hören, sondern ich will den Schauspieler hören. Idealerweise in der Originalsprache. Das führt dann natürlich dazu, dass wir manchmal auch Sachen irgendwie, was war das, Norwegisch? Aber es fand ich total cool. Es war spannend auf jeden Fall. Also dadurch, dass es jetzt die Möglichkeit gibt, das Original zu sehen und zu hören, also würde ich, egal in welcher Sprache, gucke ich mir nichts an, was irgendwie dann synchronisiert ist, weil... Auch wenn es jetzt ein bisschen anstrengender ist, aber es ist so viel schöner. Das ist, finden wir. Ja, also wie schön Sprachen sind. Ja. Das ist so cool. Einfach, ja, und das passt dann halt auch logischerweise perfekt. Ja. Und, ja. Und, also ich, ja. Und die andere Sache ist, wenn es dann tatsächlich demnächst möglich sein wird, dass auch die Sprachmelodie und auch der Humor und so weiter, nehmen wir an, da sitzt dann ein Editor und macht dann so einen Humorgraph da rein, wo dann, wo es humorig sein soll. Und eine KI nimmt die Originalstimme von Robert De Niro, so toll die Synchronstimme von Herrn Brückner ist, nimmt die Originalstimme, macht das Deutsch und dann haben wir vielleicht noch, keine Ahnung, eine KI, die die Mundbewegungen animiert, gibt es ja auch schon. Sieht noch nicht gut aus, aber gibt es auch schon. Dann hast du... Aber würdest du es dann auf Deutsch gucken wollen? Ich würde es dann trotzdem nicht auf Deutsch gucken wollen, aber... Na, ich höre dann immer in seine eigene Stimme. Ja. Und es muss nicht mehr das Dialogbuch so geschrieben werden, dass das Mund auf zupasst. Was den Leuten in den 70ern auch egal war, darum waren damals die Texte oft lustiger. Ja? Also so wie Bud Spencer synchronisiert ist, das kannst du heute nicht mehr machen. Da würden die Leute wirklich sagen, was ist das für ein Kack? Der redet oder doch gerade gar nichts. Ja, das geht nicht. Ja, also das sind viele, 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 viele Themen. Ich kann mir vorstellen, dass als erstes wird es die Leute treffen, denke ich, die Dokus sprechen. Weil hier weder Humor... Ja, vielleicht Dramatik, wenn dann mal irgendwie ein großes Tier ein kleines frisst. Aber ich glaube, das könnte sein, dass das früher kommt, als wir alle denken. Und ich sehe das mit Sorge und Interesse gleichzeitig. Ich höre gleich auf, darüber zu reden, aber möchte noch darauf hinweisen, ich habe gestern, glaube ich, war es, oder vorgestern, einer KI gesagt, liebe KI, bitte... Ich habe liebe KI geschrieben. Liebe KI, bitte produziere mir einen Song. Und zwar bist du als KI jetzt ein Bluesmusiker oder eine Bluesmusikerin, die beklagt, dass sie den kreativen Menschen ihren Job wegnimmt. Und das Ding, ich habe es dann gepostet bei Facebook, Tommy Grabweis, hört euch das an, lest euch den Text durch. Mir hat es die Haare aufgestellt, so krass war das. Das muss ich Hast du es gesehen, Alexander? Ich habe es gehört, ja, ja. Ist irre, oder? Ja, also es gibt halt so ein, zwei Stellen im Song, wo man es dann doch noch merkt, aber ansonsten ja, textlich und... Ja, aber auch der Text! Irre. Ja. Irgendwie, ich bla 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 und ich es tut mir ja alles so leid, aber trotzdem wünsche ich mir nichts sehnlicher als die Berührung einer der wärmenden Hand und so. Ich dachte, das war wirklich krass. Ich habe einen Punkt, wo ich das in der Vergangenheit ein, zwei Mal jetzt eingesetzt habe, dass ich mir zum Beispiel von meinem Telefon einen Wikipedia-Artikel habe vorlesen lassen, weil ich gerade irgendwas im Haushalt machen musste und aber am Recherchieren war und diesen Artikel lesen wollte. Das ist noch nicht so wirklich gut, funktioniert noch nicht so ganz großartig, aber manchmal ist das tatsächlich hilfreich und da nutze ich dann ganz gerne mal so künstliche Stimmen für, um mir einen Text, während ich andere Dinge mache, sozusagen vorlesen zu lassen, weil das dann habe ich, da hab ich das Wissen aufgenommen und konnte was anderes machen in der Zeit. Ganz gute Idee. Und das Zweite, was ich noch erwähnen wollte, gerade beim Thema Synchronisation, wir schauen ja gerade die Shogun-Neuverfilmung und da finde ich es hochspannend, was sie gemacht haben, was sie auch von einigen Leuten sehr, sehr kritisiert wird. Das glaube ich, keine Ahnung, ein sehr hoher Prozentsatz, mehr als 50% der Serie ja japanisch gesprochen wird mit Untertiteln. Das heißt, japanische SchauspielerInnen sprechen japanisch und das ist insofern auch eindrucksvoll, weil es natürlich die Kultur ein Stück weit widerspiegelt. Und die haben sich aber die Mühe gemacht, das Skript zu schreiben. Dann hat das jemand in tatsächlich nochmal so antikes Japanisch, also die spielt ja um 1600, übersetzt, weil das ein anderes Japanisch ist, als es heute gesprochen wird. Na klar. Und dann diese SchauspielerInnen zu sehen, die dann in dieser
altertümlichen Sprache, die man nicht versteht, aber mit hohem Werf und Schauspiel das machen, da würde, glaube ich, auch eine KI-Übersetzung das eher kaputt machen. Selbst wenn die Stimmen die gleiche wären und die Inflexion, weil, und ich glaube, das ist eben der große Unterschied, was uns KI zumindest im Moment nicht liefern kann, ist eben diesen künstlerischen Touch dann am Ende noch dabei. Aber wie gesagt, ich habe auch nicht geglaubt vor 3 Jahren, dass eine KI mir einen Heavy Metal Song schreibt binnen 3 Minuten. Über dich. Über mich. Ich kriege den nicht mehr aus. No less. Kann es nicht mehr hören. Kann es wirklich nicht mehr. Ja, aber das ist natürlich, so schreibt man, also erst ChatGPT schreibt man einen Song über die Person, in dem Fall mich, und dann das Ding einfach nochmal in so eine Musik-KI reinzuladen. 3 Minuten später gibt es einen Song, das ist völlig... Über dich? Ich habe dann auch andere Songs noch gemacht. Aber nur den gepostet über dich? Das ist richtig. Das ist richtig. Weil die Menschen es ja so erwartet hätten. Natürlich, ich vor allem. Ich wäre enttäuscht gewesen, wenn du jetzt einen über mich gemacht hättest. Ja. Und weil das hier im Chat gerade so nebenbei noch Thema ist, ich finde, für das, was sie da bei Pumuckl gemacht haben, finde ich persönlich, das ist ja nur meine Meinung, den Einsatz der KI eigentlich gar nicht falsch. Da haben sie halt die Erben von Hans Klarin gefragt, von dem überliefert ist, dass er den Pumuckl nie hergeben wollte, nie im Leben. Und auch als andere Leute ihn gesprochen haben, im Studio war, als er keine Stimme mehr hat und denen noch versucht hat, irgendwie klarzumachen, dass es alles scheiße ist, was sie da machen. Ich glaube nicht, dass er es so gesagt hat. Nein, nein. Aber es war hart für die Leute, weil wir die Geschichte kennen. Es war sehr, sehr hart für die Leute, die das versucht haben und die hatten keine große Freude. Das heißt also, dass der Pumuckl jetzt immer noch nach Hans Klarin klingt, das war Hans Klarin definitiv recht und das wird er auch jetzt gutieren, wenn er da oben irgendwo sitzt. Und dann hat der Maxi Schaffroth, also ein Schauspieler, hat den gesprochen und dann wurde mithilfe der KI die Stimme Hans Klarinisiert. Und ich persönlich finde, das ist eine legitime Anwendung, wenn die Menschen... wenn alle einverstanden sind damit, was natürlich nicht geht, ist, wenn du sagst, ja geil, ich kann jetzt hier irgendwas einsprechen und das klingt dann wie Joe Biden und dann mache ich mal eben eine Kriegserklärung. Nee, ich will auch nicht, dass jemand meine Stimme klont und damit irgendwelche Scheiße baut. Natürlich nicht. Aber für solche Sachen finde ich das okay. Also ich persönlich, das ist okay. Miss Sam 84, endlich mal live dabei. Wenigstens zu etwas ist die Erkältung gut. Gute Besserung. Gute Besserung. Ja, genau. Genau. Ist geplant, mal wieder Lydia einzuladen. Würde mich freuen. Ist im Moment nicht geplant. Und die Lydia hat eine eigene Sendung. Nee, im Moment nicht. Thoriumwart. Wer von der Runde gedenkt, den ESC zu schauen? Und welche Lieder oder welches Lied gefällt euch dieses Jahr am besten? Ich antworte als Erster. Nein, keine Ahnung. Sophia? Ja, ich, nein, gucke ich nicht und ich habe auch nichts mitgekriegt und wusste gar nicht, dass das jetzt ansteht. Wenn's reinpasst, kann es sein, dass wir ihn gucken. Wir haben ja, glaube ich, in den letzten auch streckenweit reingeguckt. Ja, ja, aber da habe ich Voyager entdeckt, die Australier. Genau. Hermittel. Genau. Okay. Cool. Aber wir haben jetzt auch keine Ahnung, wer da ins Rennen geht. Also wenn wir feststellen, dass das kommt und wir an dem Abend Zeit hätten, gucken wir es und dann entscheiden wir dann, was uns gut gefällt. Mhm. Aber kein Kernthema von Huxilla. Also Sophia und ich haben ja manchmal Guilty Pleasure, wenn so an so Silvesterabenden oder so. Ja, oder manchmal auch so zwischendurch. Dann gucken wir plötzlich Fernsehen und das ist ganz... Ja. Und wir bleiben dann immer so hängen an irgendwas. Also es sind doch immer diese Shows, wo also die besten Urlaubshits der 50er oder also irgendwie so Nostalgie. Oder noch Prominente oder irgendwie was dazu sagen. Genau. Ich finde das eigentlich ganz unterhaltsam, weil ich denen meistens gerne zuhöre. Ja, und da ist dann wirklich, das ist zum einen schockierend, ja, also gerade wenn es um so die besten Schlagersongs, du sagst, um Gottes Willen ist das schlimm. Was? Nein, was? Das ist doch Kindesmissbrauch. Was macht ihr? Warum singst du das? Ja, furchtbar. und zum anderen aber auch, dass man da feststellt, ach, das war ja, also so geht es mir jedes Mal bei Udo Jürgens. Ja, wo ich sage, wieso ist der eigentlich im Schlager gelandet? Weil die Texte sind irgendwie toll, ja, und musikalisch ist das auch alles okay, aber naja, egal. Also das passiert schon manchmal, aber der ESC hat mich tatsächlich noch nie in meinem Leben interessiert, aber... Vielleicht ist es zufällig ein Abend, an dem wir Fernsehen. Ja, das kann sein.
Wenn Sintorium-Wart interessiert, der Jörn Scharsen macht mit seiner Scharsen. Ist das seine Lebens-, ist das seine Ehefrau? Lebensabschied, keine Ahnung. Also mit seiner Partnerin im echten Leben auch Podcast zusammen, den ESC-Schnack. Der kommt nämlich aus dem Norden. Und die machen das seit vielen, vielen Jahren. Und da gibt es ganz viele Podcast-Folgen. Und die haben, glaube ich, richtig Ahnung, was dieses ganze ESC-Ding angeht. Und wenn das Sintorium-Wart interessiert, dann muss er mal nach dem ESC-Schnack-Podcast gucken. Ich glaube, da kriegt er alle Informationen, die er haben will. Sehr gut. Pestratte 1981. Dachte mir, ich sag's einfach mal. Nein, hat was gefragt. Ist die Liste der offenen Sendungsthemen vom Ferngespräch mit diesem gestorben? Ich erinnere mich an zahlreiche Gelegenheiten, wo es hieß, da müsste man eine Sendung machen und dass ich vieles davon gut fand. Bin sicher, da sind noch einige offen. Diese Liste gibt es noch, Alexander, oder? Mit der bedienen wir uns ja. Ja, ja. Ja, genau. Der bedienen wir uns und das ist dann aber immer, also da kommt halt immer was Spontanes durch. Also es ist ja nicht so, als ob wir nicht interessante Menschen dann in den sozialen Netzwerken, in einer Talkshow, in einem Zeitungsartikel oder sonst wo sehen und dann sagen, mein Gott, wenn diese Person mal zu uns kommen könnte und uns, dass wir da mal was lernen dürfen. Insofern ist das immer so ein bisschen fließend und man muss auch gestehen, dass manchmal es nicht ganz einfach ist, dann auch die GästInnen zu bekommen. Also ist jetzt ja nicht so, als ob die Menschen alle auf ihren Händen sitzen und dann auf eine E-Mail von uns warten, dass wir sie zum Nachsitzen einladen wollen und dann sagen, hurra, ich komme sofort, sondern das sind ja viele vielfältig beschäftigte Menschen, wo eben Termine manchmal auch schwierig sind. Also daran ist es auch gekoppelt. Aber die Liste existiert noch. Die werden wir, glaube ich, bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag mit uns herumschleppen und die wird immer wird länger. Wird eigentlich eher länger, genau. Ja. Ja. Weiter antworten, ich habe noch den Mund voll. Achso. Unfassbar. Wenigstens sind es keine Chips, die so laut sind immer, wenn du so laut Chips im Stream isst. Nüsschen sind besser. Wobei, in dem Snagger, was. Ich mache dir demnächst Pudding oder so. Das man was nicht funktioniert. Auf den Snagger. Im Snagger ist, wenn es irgendwie so. Also ich habe da jetzt so pikante Nüsschen drin, die so ein Pulver drauf haben. Oh, das darf man nicht einatmen. Nee, das ja, aber ich habe jetzt auch hier überall Pulver. Und an meinem Hemd und überall ist Pulver. Gut. Findest du? Nein. Also. Bitte abonnieren. Ja, bitte abonniert uns. Abonniert uns. Couchkartoffel 22. Unglaublich, was ihr alles mit euren Formaten auf die Beine stellt, du liebe Zeit. Ich liebe eure Podcasts. Vielen Dank. Pärchenabend ist mein Highlight. Das haben wir auch wirklich sehr gerne gemacht. Wir haben es jetzt nur angestellt, weil es das am wenigsten. Ich schaff's einfach nicht, muss man sagen. Ja. Also selbst wenn wir, also es ist für mich zu anstrengend und ich krieg's einfach nicht hin. Aber es ruht. Aber ja, genau. Also Tommy schreibt immer eifrig in sein Handy-Notiz, was er alles beim Pärchenabend erzählen will. Und ich glaube, ihr beiden auch. Ne? Ja. Und ja, also ich würde das schon gern wieder machen, aber ich merke halt einfach, das geht noch nicht. Irgendwann geht dann wieder. Wenn es passt, dann mach das. Ja. In einer 8-Stunden-Sendung, bis wir diese ganze Liste. Also was ich unbedingt machen möchte, irgendwann ist zusammen den ersten Pärchenabend gucken. Ja. Weil das bestimmt. Ja. Stimmt. Das ist als Real Life, oh ja. Ja. Florian Spitzohr hat gerade 10 Abos verschenkt. Dankeschön. Vielen Dank. Krass. Jetzt traue ich mich nicht mehr zu sagen, bitte abonnieren. Doch, vielleicht schenkt er ja nochmal 10 Abos. Ja, das wäre eben. Also das. Ach so, das wäre dann. Dankeschön, das ist sehr, sehr lieb. Frage an Oxilla von Thorium war zur Abwechslung. Habt ihr eigentlich auch den Gral oder nur die Bundeslade und das Bernsteinzimmer? Das können wir wieder bestätigen und dementieren. Naja, okay. Ich finde es jetzt auch sehr schwierig, da irgendwelche Fakten zu enthüllen. Deswegen Harlem. Komm, wir schweigen noch ein bisschen. Ja, Harlem 42 hat dafür 5 Community-Abos verschenkt. Er hat der Community 5 Abos verschenkt. Vielen Dank, das ist wirklich toll. Aber vielleicht kann der Thorium Wart sich ja mal fragen, warum wir nicht altern. Dann erklärt sich das eben von alleine. Das erstaunlich, ne? Dass ihr nicht altert. Mhm. Naja. Bernds Monster fragt, Tommy Krapfweiß. Krapfweiß. Also so viel Tipp Zeit wäre doch gewesen. Ihr zwei in einem Namen. Also. An der Stelle herzlichen Glückwunsch. Wie ernährt ihr euch? Mit Essen. mittlerweile besser. Also als wir uns kennengelernt haben, habe ich eigentlich nur Scheiße gefressen. Es wurde besser und ich esse so eigentlich fast kein Fleisch mehr. Gelegentlich ist das. Schaust du mich jetzt an, ja, wenn weil du das sagst? Ja, spucke, damit du dann antwortest und sagst, naja, stimmt ja so auch nicht. Oder dass du es bestätigst. Ich spiegle mich da sozusagen jetzt. Ja, also, okay. Also dann nicke ich mal. Wenig Fleisch, eigentlich fast gar keins mehr.
nur in Ausnahmefällen. Ja. Also es vergehen Wochen ohne. Dann ist es mal wieder eine Salami, so eine Mini-Salami oder irgend sowas und dann mal wieder nicht ewig lang. Oder also dadurch, dass es einfach so großartige Ersatzprodukte gibt, fällt mir der Verzicht einfach nicht schwer, weil ich würde das gern essen, weil es mir schmeckt, möchte aber aus den Gründen, dass es aus Tier besteht, es nicht essen. Und ich bin genau diese Person, diese Art von Person, für die diese Ersatzprodukte, auf denen die ganzen Vollidioten da draußen immer rumhacken, gemacht sind. Für mich sind die gemacht. Für Leute wie mich, die, die sagen, mir schmeckt es zwar, ich möchte aber nicht, dass ein Tier dafür leiden muss. Und das hat also einen sehr großen Effekt, zumindest auf meine Ernährung. Und dass ich jetzt da diese, ich weiß aber nicht, was das ist, irgendwelche Enzyme gefunden habe, die gibt es seit so einem halben Jahr. Das kann man einnehmen und dann spaltet das irgendwas im Magen-Darm oder so, was ich vorher nicht wirklich spalten konnte. So quasi wie Laktoseintoleranz erkläre ich mir das, aber halt bei so Kohl und Knoblauch und so weiter, was ich nie essen konnte. Und jetzt kann ich das essen. Das ist beeindruckend. Knoblauch stinkt immer noch. Knoblauch mit Kohl bei uns. Täglich. Aber ohne Hack. Mit Veggie-Hack. Ja, wie schaut es bei euch aus? Ja, ich hätte jetzt gesagt vegetarisch, aber mir ist aufgefallen, dass wir in letzter Zeit ab und zu noch Fisch gegessen haben wieder. Haben wir eine Zeit lang auch mal gar nicht. Mhm. In letzter Zeit ab und zu, also Vegetarier, würde ich sagen. Ja, also naja, wobei Fisch, also wir essen tatsächlich Thunfischsteaks gelegentlich mal. Und das sind dann aber auch wirklich die, wo... Ja, weiß ich eigentlich, der Thunfisch an Altersschwäche stirbt laut Packung. Also wirklich, also mit allen Siegeln, die man so haben kann. Das ist die einzige Schwäche, die wir haben. Wir waren in weiten Teilen auch sehr vegan schon unterwegs an vielen Stellen, haben aber festgestellt, dass das nicht mit allen Käsesorten funktioniert und gehen da ein bisschen zurück vegetarisch, also bis auf Thunfischsteaks. Das ist das einzige, glaube ich, was wir noch essen. Was wir komplett ersetzt haben, ist die Milch. Milch, ja. Das ist sehr abgefahren. Ja. Weil wir ein Produkt gefunden haben, was wirklich funktioniert. Und seitdem ist es das einfach. Und der Plan ist aber halt, je weiter es geht, genau wie du sagst, Tommy, mit Ersatzprodukten. Mhm. Ich bin auch sehr zuversichtlich, dass es demnächst noch cooleren, noch besseren veganen Käse gibt. Und ich weiß jetzt schon, dass wahrscheinlich jetzt die Vorschläge kommen. Wir haben, glaube ich, alles ausprobiert, was auf dem freien Markt erhältlich ist. Aber es gibt ja immer was Neues. Ja, und genau. Das probieren wir dann auch sofort aus. Also insofern sind wir da ja dran. Genau, rennt die bei uns offen. Also die Idee ist schon, wenn wir es dann mal langfristig hinbekommen, gar nichts Tierisches mehr zu essen. Und wir kochen mehr und seit jetzt ich selbstständig bin, ich backe zum Beispiel alle zwei Tage frische Brötchen selber, so weiße Brötchen. Wir haben auch kein einziges Mal übrigens die mal, also ich höre da nur davon und glaube das auch nicht. Ja. Weil sie so lecker sind, so wie es dann knuspert bei uns, genau. Das ist natürlich jetzt ein Vorteil, dass ich da ein bisschen mehr Zeit habe. Dass ich da sowas dann mal machen kann. Magst du noch was ergänzen? Ich mache es eigentlich so wie Alexander, also vegetarisch und manchmal Fisch. Also wenn wir essen gehen oder irgendwie sowas, dann esse ich mal Fisch, aber eigentlich nicht. Und ich versuche vegan zu essen, aber ich kriege es nicht immer hin. Also, aber ich bin auf dem Weg und irgendwann ist es dann auch geschafft. Ich kann aber auch wirklich gut damit leben, wenn jemand so wie Tommy oder mein ältester Sohn. Also wir haben reine Veganer in der Familie und Vegetarier und eben Menschen, die ab und zu mal Fleisch essen. Und ich glaube, wenn es alle so machen würden, dass sie ab und zu mal Fleisch essen oder halt dann so ein Händel vom Bauern holen und das dann auch total toll zubereiten und das dann quasi so als Festessen essen, da kann ich gut mit leben. Also ich bin nicht immer happy, wenn ich so eine Salami kaufen muss, aber... Aber auch das geht. Und ich finde, wenn man einfach jetzt sagt, ich kann aus welchen Gründen auch immer auf Fleisch nicht verzichten, wenn man es dolle einschränkt, und das kann, glaube ich, jeder, dann ist schon mal viel gewonnen. Ich habe ja auch nochmal gelernt, dass es Menschen im Autismus-Spektrum gibt, die da tatsächlich ein Problem mit haben, die ja nur eine sehr begrenzte Auswahl von Nahrungsmitteln haben, die sie essen können. Und wenn da natürlich Fleisch drunter fällt, kenne ich ein, zwei persönlich, die dann ein großes Problem haben, die sagen, kognitiv, rational weiß ich, dass das nicht gut ist. Ich kann es aber nicht anders. Und das ist ganz witzig, weil es da in den letzten zwei, drei Jahren so Situationen gab, wo die gesagt haben, ich habe jetzt mal dieses Ersatzprodukt ausprobiert und ich kann das essen und jetzt muss ich
kann ich das tauschen und ich bin so glücklich, dass ich das tauschen kann. Also insofern will ich das unterstreichen, was Sophia sagt. Dogmatismus ist vielleicht nicht immer das Allerbeste, sondern ein bisschen Augenmaß sollte man auch mal noch dabei haben. Ja. Smash Patriarchy. Ich wünsche mir ein Format, in dem die Twilight-Animationsserie, das gibt es, die Twilight-Animationsserie von Alexa, Lydia und Annika besprochen wird. Steffen hat gesagt, das würde nicht passieren, aber ich stehe dafür als temporärer Mod zur Verfügung. Deal, habt ihr was von der Twilight-Animationsserie gehört? Nur durch diesen Formatwunsch. Sonst wüsste ich das nicht mal, dass es das gibt. Ich würde das auch. Ich glaube, das wird schwierig mit diesem Format, ja, aber... Es tut mir sehr leid, aber ich glaube, das geht nicht. Ja, und also ich will einfach, also ich persönlich würde jetzt auf diesem Kanal... Du wärst ja auch gar nicht dabei. Ja, aber es ist ja auch ein bisschen mein Kanal mit zusammen mit uns allen. Ich möchte eigentlich, ich finde Twilight einfach so kacke. Nee. Ach, und, nein. Und die Annika hat auch so viel zu tun. Ich wollte gerade sagen, die wollen wir mal nicht ganz ausbrennen. Es ist aber völlig okay, Twilight gut zu finden. Wir mögen euch trotzdem. Ja, nur ich mag es wirklich überhaupt nicht. Und wünschen darf man sich alles. Ja. Ich wünsche mir so viele Dinge... Das ja, also und was aber passieren wird, wenn wir 2500 Subs haben, ist, dass Alexander und ich beginnen, alle Bud Spencer-Filme zu gucken. Das passiert. Ja? Das ist ja fast das Gleiche. Ich habe noch gar nicht weiter eine leicht einschränkende Mail bekommen von jemandem, der sagt: Sagt nicht immer, dass ich euch die Rechte geben kann. Ich kenne die alle ganz gut und ich kann mir gut vorstellen, dass die das machen der Firma, aber ich bin ja nicht der Geschäftsführer der Firma. Okay, also überhaupt kein Problem. Wir kriegen definitiv die Rechte und dann muss er sich halt reinhängen. Also wenn wir nicht, machen wir es namentlich und veröffentlichen die E-Mail-Adresse. Dann ja, genau. Dann schreibt ihr dem, wenn es nicht klappt. Ja? So. Beschwert euch bei dem. Wir haben alles gemacht. Klubber und gut schreibt. Wann ist mit der Fortsetzung von Ripper's Daughters zu rechnen? Wenn die Aufnahmen abkommen. Ich kann sogar genauer sagen, es ist angepeilt September. Also die Veröffentlichung? Ja. Da sind die, glaube ich, ziemlich rigoros. Wie weit seid ihr denn aufnahmetechnisch? Also ich habe heute das letzte Mal irgendwo, also ich durfte einen Werwolf einhusten, wo ich gehofft habe, dass der schon tot war. Nein, jetzt ist er tot. Jetzt ist er definitiv tot, ja. Also die Aufnahmen sind zu, ich würde sagen, 95% schon beendet. Also wir sind wahnsinnig weit. Und es geht jetzt fröhlich an die Post-Production, an das Sounddesign demnächst. Mhm. Und das wird cool. Ist sehr actionreich, dieser zweite Teil. Ich kann alle beruhigen, die natürlich meinen Cameo mitbekommen haben im ersten Teil. Ich werde ihn noch im zweiten Teil haben. Und bis ihr das bis rausgefunden habt, was der Cameo ist, ist auch September, bis ihr das rausgefunden habt. Stimmt. Gott sei Dank. Die Zimmerpflanze von rechts. Zimmerpflanze. Hatten wir früher bei RTL Samstagnacht immer. Da hieß es immer: Was bist du in dem Sketch? Ich bin der Benjamini im Hintergrund. Genau. Ja, raschel vor mich hin. Ja. Nicht rascheln jetzt. Hummelhörnchen, ich hätte gerne was über umweltfreundliche Technik im Gaming-Bereich gehört. Gibt es überhaupt Nachfrage dazu? Hashtag Power Upcycling, Hashtag Gaming for Future. Klingt spannend, habe ich noch nie was von gehört. Aber nie. Schreib es auf die Liste, Alexander. Ja. Muss ich nach der Sendung machen, weil sonst komme ich der Kamera so nah. Mach doch mal, dann sehen die Leute, wie lustig das aussieht. Ich kann es im Handy machen. Ja, das habe ich noch nie gehört. Gegenschwurbeln nochmal. Ich bin in einer Gruppe in der Nähe von München aktiv, die viele Aktionen für mehr Demokratie und Vielfalt organisieren. Wir überlegen auch mal, Gäste von außerhalb anzufragen. Darf man euch zu sowas schreiben? Wir sind ja gar nicht wirklich, also wir sind außerhalb München, aber jetzt nicht weit weg von München. Das kommt darauf an. Also wir alle haben verschiedene Skillsets und verschiedene Einschränkungen. Also Hoxilla macht ja relativ viel da draußen. Ja? Wenn es etwas über Video ist, dann ist es auch für Sophia und für mich theoretisch möglich. Für mich sowieso, für Sophia dann eben nach Energiehaushalt. Wir sind halt immer noch vorsichtig, uns in Menschenmengen zu begeben, insbesondere wenn die Indoor sind wegen Covid, weil Sophia halt immer noch, es ist Post-Covid, ne? Nicht Long-Covid, ja, hat. Und wir nicht nochmal eine Ansteckung organisieren, wollte ich schon sagen. Wollen nur noch eine Ansteckung organisieren, riskieren wollen. Darum sind die Veranstaltungen, die ich für dieses Jahr zumindest jetzt für mein Erscheinen zugesagt habe, ist es, glaube ich, nur in einem Fall. Du bist einmal drin. Ich bin einmal drin, ansonsten nur draußen Veranstaltungen. Also genau. Anschreiben könnt ihr. Immer. Genau. Auf jeden Fall. Also, und dann. Eure E-Mail-Adresse ist ja bekannt, darf man sagen, oder? Ja.
info@huxilla.com ja, einfach melden und dann genau. planen wir was. Genau, und wenn ihr uns schreibt, schreibt. Könnt den Tommy über die Bumpim schreiben. Oder an Wild Mikes einfach, ja. idealerweise. Einfach an Wild Mikes an den Kontakt, das kriege ich alles. Ich habe auch eine Homepage, da gibt es auch eine Mailadresse, die ich jetzt gerade vergessen habe. Moment. Kontakt@sophiakrapfeis.de. Na, schau mal. Genau, und bei der Gelegenheit, du machst ja in eingeschränkten Rahmen Beratung, gell? Ja, also sehr eingeschränkt. Warum sagst du das jetzt? Weil es mir gerade einfällt, weil es eine Homepage ist und weil wenn man da draufklickt, wird man das sehen. Ach so, ja, da kann man sehen, dass ich auch Online-Beratung anbiete, aber sehr, sehr eingeschränkt. Wenn da aber jemand Bedarf hat oder irgendwas möchte, kann man mir natürlich auch dazu eine E-Mail schreiben und dann kann ich da gucken, ob das geht oder nicht. Oder an irgendjemanden weiterverweisen. Mhm. Also das mache ich im Moment eigentlich relativ viel, dass Leute mich anschreiben und ich dann eine Stelle finde für die, wo sie sich dann hinwenden können. Mhm. Ist auch schön, ist auch Selbstwirksamkeit, wenn man schon nicht arbeiten kann, dass man wenigstens Leuten trotzdem irgendwie ein bisschen helfen kann. Smash Patriarchy fragt, wann kommt die Sondersendung, in der Alexander und der kontrollierte Wahnwitz Wahrheit oder Pflicht spielen? Was? Was habe ich denn da nicht mitbekommen? Wenn das Twilight-Format abgeschlossen wird. Nächste Frage. Okay. Aber jetzt kein konkreter Termin, ne? Aber. Okay. Das ist übrigens drei Formatanfragen dieser Art führen zum Blog. Ich will es nur erwähnt haben. Wie kommt ihr jeweils, Mia Kasi schreibt, wie kommt ihr jeweils auf die Themen- und Gästeauswahl? Wird das demokratisch unter euch vieren abgestimmt? Eigentlich schon. Ne? Also wenn eine Person von uns jetzt sagen würde, nee, auf keinen Fall das Thema oder auf keinen Fall die Gast, würden wir es nicht machen. Ja. Also wir müssen schon einstimmig dafür sein. Ja, meist hat irgendwer eine Idee und sagt, wollen wir nicht mehr mit dieser oder jener Person über dieses oder jenes Thema sprechen? Und dann sagen eigentlich mal alle ja oder nein oder sagen, dann müssen wir noch den da einladen oder den einladen. Oder es kann auch mal sein, dass man sagt, nee, lass uns das Thema mal bitte ein bisschen anders fassen oder warte, zu diesem Gast, den habe ich mal irgendwo da und da und bla bla bla. Das ist die unwitzigste Kacknummer auf dem ganzen Planeten. Dann sagen wir, dann laden wir den noch mal ein. Ne? Also nicht. Ja. Kranke Schwester möchte wissen, wann es wieder ein Pärchenabend gibt, wenn es Sophia so viel besser geht, dass man das machen kann. Haben wir ja schon. Ja. Beißholz-Uwe. Beißholz-Uwe ist einfach saulustig. Beißholz-Uwe fragt, wie sprecht ihr Oregano aus? Oder Oregano? Oregano. Ich sag Oregano. Ja. Oregano. Ich kann jetzt noch jemand sagen, was richtig ist? Wahrscheinlich heißt es Oregano, nehme ich mal an. Ich glaube, ich nach Tagesverfassung. Echt? Machst du das mal so? Ich glaube, ich spreche das halt so, wie man das gesprochen hat, als ich Kind war, nehme ich mal an. Das habe ich übernommen. Wir so aber ich spreche nie Oregano. Wir nehmen den gar nicht mehr, ne? Wahrscheinlich ist der in den italienischen Kräutern, die wir gelingen. Ja, aber da werden wir ihn ja nicht namentlich erwähnen. Da sage ich italienische Kräuter. Den Oregano. Den Oregano. Den Oregano. Den Oregano. 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 The War on Ducks sagt, danke für die Erklärungen. Ich schaue immer auf die Zahlen und denke mir, warum geht das runter? Außerdem will ich Bud und Terrence. Es sind nur die Bud Spencer Filme. Ne? Also wenn Terence Hill mitspielt, ist er auch dabei, aber es sind nur alle Filme von Bud Spencer. Naja, und warum es runtergeht, ist halt auch wirtschaftlich jetzt nicht so einfach so Zeiten. Also ich finde, ja, also die Leute sparen schon als erstes an solchen Dingen wie Subs für irgendwelche Twitch-Kanäle, klar. Ja. Miss Sam 84 fände eine Wir empfehlen Bücherfolge spannend. Ihr empfehlt ja bereits immer die Bücher von euren Gästen, aber mal zu hören, was ihr privat so lest, fände ich super. Könntet ihr euch sowas vorstellen? Könnten wir uns vorstellen? Ja, sag ich jetzt einfach. Lest halt die Bücher von unseren Gästen, weil zu mehr fehlt mir die Zeit. Aber ja, also ich glaube, ich hätte so interessiert, dass jemand. Ja, also wenn die Frage besteht, klar, kann man ja mal machen. Ja. Trimagie fragt, was war das Lehrreichste, was ihr aus der ganzen Wild Mikes Zeit mitgenommen habt bisher? Alexa, fangen wir bei dir an. Ich finde es immer so schwierig, wenn jemand nach Superlativen fragt. Und ich würde die Frage für mich umdeuten, was war eine der lehrreichen Dinge?
sonst finde ich keine Antwort. Aber schau mal, vielleicht weiß die Alexa ja das Lehrreichste. Ja, das Lehrreichste, ja. Also ich nicht. Also jetzt inhaltlich auf die Themen bezogen oder egal. Auf der Meta-Ebene? Ach so, egal, also irgendwas, wo du sagst, wow. Ich weiß nicht, ob das lehrreich ist, aber was schön ist, einfach wie cool das ist, eine Community zu finden, die so nett miteinander umgeht und an der man ablesen kann, dass es auch Ecken im Internet gibt, die total nett sind und konstruktiv und schön. So. Ja, nicht schlecht. Alexander, abgesehen von dir selbst, was fandst du da am besten? Ich überrasche mich täglich. War das ein Wort? Wildmix, Ferngespräche. Alles Wildmix. Ich überrasche mich täglich. Das Lehrreichste aus der Zeit, das ist wahrscheinlich überhaupt nicht spannend, war, dass ich jetzt weiß, wie Streamen geht, auch technisch. Das war das Lehrreichste. Ich muss aber tatsächlich sagen, dass ich über die Jahre, die wir die Sendung gemacht haben, ich kann das nicht auf einen Punkt reduzieren, würdest du sagen, wie Sophia, die schiere Masse an spannenden, klugen Menschen, mit denen wir Sendungen gemacht haben in den letzten Jahren und möglicherweise auch noch ein bisschen länger machen werden, das ist etwas, was mich selber immer wieder beeindruckt, dass ich das machen kann und dass ich dabei so viel lernen kann. Das ist nicht lehrreich, aber das ist das Beeindruckendste. So rum. Du? Ich merke, dass ich tatsächlich mit dem Begriff lehrreich das so schwierig finde. Aber es ist tatsächlich, also es ist, glaube ich, für mich auch so, wie Alexander sagt, es ist so das Ganze. Also es hat so ganz viele Kleinigkeiten, die dann ein Großes werden. Also es hat mein privates Leben total beeinflusst und auch stellenweise verändert. Es hat, ich habe ganz viel gelernt und neue Sachen erfahren und ja, aber ich glaube, wenn ich jetzt so eins rauspicken soll, ist das Schönste tatsächlich, wie Menschen so positiv miteinander umgehen können und auch, dass wir immer wieder Gäste finden, die bereit sind, da ihre Zeit zu opfern und so tolle Sachen von sich zu erzählen und was zu machen. Also ich hatte das, als ich so angefangen habe bei Für tot gequatscht, was ich ja im Moment auch nicht machen kann, aber als ich da angefangen habe, Gäste zu suchen, die ich halt nicht persönlich kannte, also ich habe ja angefangen mit Leuten, die ich halt kannte, aber als ich dann gedacht habe, okay, ich brauche jetzt andere Leute, war ich so beeindruckt davon, wie viele Menschen es gibt, die einfach so ihr Wissen und ihre Zeit zur Verfügung stellen, um zu helfen und um einfach Wissen unter die Menschen zu bringen. Das finde ich richtig, richtig toll. Und auch immer wieder, ich sage es immer wieder, die Community, die so freundlich und toll miteinander umgeht. Also das ist wirklich schön. Und das nehme ich auch immer als Beispiel, wenn es heißt, das ist das böse Internet. Ich sage, nein, es gibt ganz viele positive Sachen im Internet und zum Beispiel sogar die Möglichkeit, dass sich da Menschen finden, die vielleicht sonst einfach einsam gewesen wären oder die jetzt, ja, die sich finden als eine Art Online-Freundeskreis. Das ist doch einfach großartig. Ja. Und das hätte man jetzt ohne das Internet, hätten diese Menschen sich halt gar nicht finden können oder nur per Zufall. Also es waren jetzt eine Menge Dinge. Und es war nicht wirklich was Lehrreiches, glaube ich, dabei. Ich habe die Frage ganz toll beantwortet. Ich habe tatsächlich was Lehrreiches. Also was mich am meisten ja auch irgendwie im Denken verändert hat, ist, was dann letztendlich auch dazu führte, dass wir vom Ferngespräch zum Nachsitzen gewechselt sind, war dieses Ding, dass ich gemerkt habe, ich muss lernen für mich, ich möchte das für mich zu akzeptieren, dass mir eine Person sagen kann, also das ist jetzt das einfachste Beispiel, du hast gerade was Rassistisches gesagt, gemacht oder in irgendeiner Form verbreitet, ohne dass ich sofort austicke und sage, das kannst du doch mir, ich bin noch kein Rassist, ich bin noch kein Nazi und so weiter. Und diesen Impuls, der wirklich sehr stark in mir ist, in jedem Menschen wahrscheinlich, außer er ist ein Nazi. Gut, Nazi bist du wirklich nicht. Nein, klar, aber dieser Impuls, dass ich sage, stopp, jetzt schau dir das doch nochmal ganz ruhig an, versuch durchzuatmen, immer ruhig ein Stück atmen, einfach mal gucken. Stimmt, das ist etwas, das rassistisch ist,
und das kam gerade von dir, weil du so aufgewachsen bist. Es ist aber scheiße und du möchtest das nicht mehr. Und dafür braucht man Menschen, denen das auffällt, die dir das sagen. Das war wirklich ein ganz großes Ding in meinem Hirn. Und diese, ich nenne es jetzt einfach mal, also ein Wort, was ich wirklich früher nicht mal in den Mund genommen hätte, diese Demut da zu haben. Und diese Demut zu lernen, dass ich da jetzt, egal wie toll ich sein möchte und wie sehr ich niemals jemals ein Rassist sein will, dass ich diese Demut habe, trotzdem von einer Person, die das jetzt anders antizipiert hat, erstmal anhöre, was hast du da jetzt empfunden, warum und okay, das war dann vielleicht tatsächlich einfach scheiße jetzt, also mach das nicht mehr. Das ist ein ganz profundes Ding, was sich da bei mir verändert hat. Und hoffentlich dazu führt, dass ich weiter lerne und das immer besser mache und lerne, Rücksicht zu nehmen und wenn mich ein Mensch kritisiert, dann zu gucken, hat die Person recht? Das kann man ja einfach mal machen, zu gucken, ob die Person recht hat. Mhm. Und dann festzustellen, ja, ganz schön oft leider. Also das ist ein Riesending in meinem Hirn, tatsächlich. Und Alexander, wir haben da, glaube ich, an anderer Stelle schon mal drüber gesprochen irgendwo. Wir haben beide gemerkt, dass uns das irgendwie erleichtert, tatsächlich. Oder irgendwie so war das, ne? Dass das einen, eine Belastung von einem runternimmt, irgendwie. Und was genau jetzt, meinst du? Dieses, dass du durchatmest und sagst, es ist okay, wenn jemand mich da kritisiert. Und das fällt weder Alexander noch mir leicht, kritisiert zu werden. Aber da mal durchzuatmen, das war echt viel wert, finde ich. So, langer Monolog. Jiro oder Jiro Etens, was haltet ihr von der Entwicklung der GWUP? Jetzt ist ja auch Florian Aigner ausgetreten. Klammer auf, ob die GWUP irgendwie unterwandert wird. Also am liebsten würde ich mich da gar nicht dazu äußern. Auf der anderen Seite finde ich das sehr schade, was da bei der GWUP passiert. Und meine Haltung dazu ist, dass diese Leute, die da jetzt gerade seit längerem massiv stänkern und da irgendwie meinen, alles als Woke verdammen zu müssen, ich glaube, dass die falsch liegen. Ganz einfach. Ich glaube, sie liegen falsch und sie merken leider nicht, was sie gerade anrichten. Das ist meine persönliche Meinung dazu. Sie liegen ganz schlimm, schrecklich falsch und machen ganz viele Dinge kaputt. Das ist meine persönliche Meinung dazu. Und, also ich würde eigentlich gerne dazu was sagen, was ich in letzter Zeit bei ganz vielen solchen Entwicklungen denke und dann auch versuche zu praktizieren. Man kann sich da reinhängen, man kann versuchen, diese Leute, die wirklich lost sind, nochmal irgendwie zu beeinflussen oder mit ihnen zu diskutieren. Man kann aber auch das alles sein lassen und einfach weiter positiv gestalten und sein Ding machen. Ja. Und seine Energie da reinstecken. Ja. Und wie jetzt in diesem speziellen Fall, wo ich so den Eindruck habe, das sind so 12 Leute, Hansel da irgendwie auf X, ehemals Twitter. Ja, dann sollen die halt das machen. Also ich glaube, wir sind 10 Jahre jetzt ausgetreten in diesem Jahr. Wenn es 10 Jahre, dass wir nicht mehr Mitglied des Vereins sind. Und ich finde jetzt, man kann prima wissenschaftlich kritisch sein, ohne in Vereinen zu sein. Es gibt Menschen, denen ist das wichtig. Und ich bin da bei Tommy, dass ich da einige Entwicklungen auch sehr, sehr falsch bewerte, dass ich auch den Eindruck habe, dass Menschen da irren. Ja. Ich habe leider die Erfahrung gemacht, dass einige Menschen auch nicht mehr diskussionsbereit sind. Das ist sehr, sehr bedauerlich, wo dann sogar Freundschaften zerbrechen. Das finde ich sehr tragisch. Aber insgesamt ist mein Satz dazu, wenn es dir wichtig ist, in einem Verein zu sein, dann sei in einem Verein. Ansonsten, niemand braucht einen Verein, um wissenschaftlich kritisch zu sein. Und ich denke, wir haben eine so große Community, auch über unsere Formate hinweg und die Gäste, die wir haben, denen ihr jetzt auch alle folgt. Mhm. Es ist ja im Grunde genommen vollkommen egal, ob Florian Aigner in der GWUP ist oder nicht. Florian Aigner ist einer der besten Wissenschaftskommunikatoren, die ich kenne. Er hat mehrfach das Wissenschaftsbuch des Jahres rausgegeben. Kriegt sehr viele Preise immer. Er kriegt sehr viele Preise, völlig zu Recht. Und insofern, also das ist so, ja, und Vereine und das Verhältnis darin sind halt wie Beziehungen. Wenn es toxisch wird, muss man sich überlegen, ob man geht und dann geht man und dann geht das Leben auch weiter. Ja, und wenn man gerne einen Verein hat, kann man ja einen gründen mit Leuten, die man gut findet. Also, naja. Also mir tut es um sehr viele Menschen leid dort. Ja.
Definitiv, gerade Menschen, die das so gestaltet haben und für die das wirklich ein großes Ding ist, dieser Verein. Und es ist ganz, ganz traurig, das zu sehen. Auch haben ja viele Leute aus unserer Community dann während der Ferngesprächzeit, wo wir ja schon sehr quupplastig waren, gesagt, komm, ich trete da jetzt ein. Und die sind jetzt da und sehen jetzt diesen Scherbenhaufen. Das tut mir auch leid. Aber naja, es ist, ja. Wann gibt es den Florian Aigner Preis für Preisverleihungen? Bald. So, konsumiert ihr privat auch mal andere Inhalte oder Content oder CreatorInnen auf Twitch? Wenn ja, was wen? Wenn nicht, warum nicht? Fragt Kimmenwassersommelier. Alter Kimmenwassersommelier. Igitt. Also, ja. Der hat einen Moment gebraucht. Nein, ich dachte, ich könnte an mir halten. Also, lieber Kimmenwassersommelier, erstens, bitte ändere deinen Namen in Stinkbombengetöse. Zweitens, ich kann beantworten, ein klein wenig tatsächlich den Steffen und Huxilla Real Life und ganz gelegentlich tatsächlich mal vielleicht Last Geek Tonight oder Orkenspalter. Und das war's ehrlich gesagt dann auch schon, weil ich einfach gar keine Zeit dafür habe. Und die Zeit, die ich habe, nütze ich dann, um mir auf YouTube Leute anzugucken, die irgendwas über Gitarren und Effektpedale sagen. Insofern eher nicht. Ich würde gerne mal ein paar Sea of Thieves Streams, das ist ein fieses Wort, Sea of Thieves gucken. Da gibt es ein paar Leute, die ich richtig gut finde, aber ich habe einfach die Zeit nicht. Und wenn die live sind, bin ich selber live oder ich schlafe. Wie sieht es bei dir aus? Twitch? Nee, oder? Nee, kann ich da. Also ich habe es mir immer mal vorgenommen, mal zu gucken, bin dann so ein bisschen überfordert von Angebot und ja, also Bina gucke ich, wenn ich es mitkriege, dass sie live ist und dann auch irgendwie Zeit habe und gucken kann. Beim also Bourbon, Bina Bianca. Beim Bourbon Kid haben wir auch schon mal reingeschaut. Beim Bourbon Kid waren wir ja alle schon auch als Interviewpartner. Ich finde, das ist wirklich, also diese Interviews finde ich wirklich grandios. Der macht die schon gut, ja. Also das kann ich empfehlen. Da war auch letzte Woche Alec Drexler, die ja die Dada spricht in den Ghostsitter-Hörspielen, die hat ein tolles Interview da abgeliefert, ein sehr, sehr persönliches. Es waren viel zu wenig Zuschauer, das prangere ich an. Ja, aber es lief auch parallel. Zu uns? Ja. Dann prangere ich es nicht an, ihr müsst natürlich alle bei uns gucken. Ja, aber ich bin tatsächlich, ich habe da immer so ein bisschen schlechtes Gewissen, weil ich denke, eigentlich müsste ich doch mal mehr gucken, was da auch noch so los ist, aber ich kriege es irgendwie nicht hin. Ja. Und ihr? Mehr lesen, mehr Twitch gucken. Ich müsste so viele Dinge, wenn ich mehr Zeit hätte. Das tut mir auch echt total leid. Bleibt immer auf der Strecke. Das ist lustig, dass die Frage mir gestellt wird. Normalerweise werde ich immer gefragt, du als Podcaster, welche Podcast hörst du? Wenn so aber du bist halt jetzt hier nicht beim Podcast, ne? Ja, genau. Und das ist aber die gleiche Antwort. Es fehlt tatsächlich die Zeit. Also diese Woche bin ich dreimal live selber auf Twitch. Dann bleiben so für werktags noch zwei andere Abende, wo wir vielleicht auch mal privat mal Sea of Thieves oder was spielen. Das kann ja auch mal vorkommen. Was wir dann auch streamen? Demnächst dann auch noch das wird gestreamt. Und da wir tagsüber, also wenn Alexa so einen ganzen Tag im Studio ist, dann machen wir abends eventuell auch mal Dinge als Ehepaar, die dann mit Twitch oder anderen Dingen zu tun haben. Manchmal tatsächlich dann auch schon wieder Dokus gucken für die nächste Huxilla-Folge oder so. Also das ist, ja. Der Tag hat halt nur 24 Stunden. Oder auch mal so gelegentlich was zocken, wenn es die Zeit erlaubt. Ja. Herr Spitzohr, nach der spannenden Huxilla-Folge 336 über Voyager, plant ihr auch mal eine Sendung zu Space-Raumfahrt, eventuell zusammen mit Auf Distanz? Tatsächlich haben wir lange schon Überlegungen, mit Lars mal was gemeinsam zu machen. Lars und ich haben einen gemeinsamen Chat, der so ähnlich ist wie unser Tommy. Mhm. Also jeden Tag mehrfach, ja. Es gibt auch andere Chatter neben dir. Dafür hast du Zeit. Na schön. Ja, ich muss das leider sagen. Und tatsächlich sind Lars und ich schon lange oder wir im Gespräch, was gemeinsam zu machen. Das Problem bei Lars ist, und darüber freue ich mich, dass der im Moment nur unterwegs ist. Der war heute schon wieder in Bremen. Verrückt. DLR. Achso. Der ist bei irgendwelchen, der hat die nächsten Wochen so viele unterschiedliche Termine mit wirklich Menschen, die Raumfahrt machen, dass das ein Problem ist. Und Lars ist nebenbei auch noch am Arbeiten. Der macht das so, wie ich das viele Jahre gemacht habe für Huxilla. Mhm. Also insofern, ja, wird's geben. Space-Themen sind cool. Und Space-Themen sind super. Ja. Und wer an Space-Themen interessiert ist, dem kann ich tatsächlich nur den Podcast Auf Distanz ans Herz legen, weil der einfach einen großartigen Podcast mit
wirklich so fantastischen Gesprächspartner inzwischen macht, wenn das Thema interessiert, unbedingt reinhören. Das war erschöpfend beantwortet. Hufschmied 1895. Was haltet ihr aktuell von der Nachbetrachtung der Corona-Jahre? Klammer auf, da weiß ich jetzt nicht genau, wie das gemeint ist, Geimpfte nicht ansteckender als Ungeimpfte, bla bla. Bereut ihr da rückblickend eure Position? Wartet, bevor ihr euch aufregt. Da steht nämlich, ich fand eure Berichterstattung sehr stabil und zu dem Zeitpunkt wissenschaftlich fundiert und nachvollziehbar. Das finde ich auch. Also für meine psychische und auch körperliche Gesundheit habe ich mich da überhaupt nicht informiert und einfach das gelassen. Also ich habe mitgekriegt, da ist was und habe mir dann gedacht, das sollte ich mir jetzt einfach nicht antun, weil für mich der Erkenntnisgewinn, glaube ich, gleich null wäre und das Einzige, was passieren würde, wäre eventuell, dass ich mit dem Kopf nicke und sage, ja, ja, finde ich auch, oder dass ich irgendwie denke, um Gottes Willen, was wird denn da jetzt geschrieben? Also meinst du jetzt dieses, was da jetzt gerade kursiert da mit den... Ich habe gar nicht wirklich mitgekriegt, was kursiert. Ich kann das wirklich nur rein hypothetisch, wie ich mir das so vorgestellt habe, dass da vielleicht, dass ich dann vielleicht Dinge lese, die mich aufregen und mir überhaupt nichts bringen. Und ich da auch nichts beitragen kann und deswegen informiere ich mich da nicht und kann nicht mitreden und bin da ganz froh drum. Also mir ist aufgefallen in der Art und Weise, wie das gerade in den sozialen Medien jetzt derzeit kursiert wird, auch von politischen Lagern von gewissen aus, hat es eher das Potenzial, da wieder spalten und die böse Regierung rufen zu wollen. Es ist generell, zumal es ja damals auch noch eine andere war, es ist ja generell schwierig, solche Dinge mit einem Wissen, das man jetzt hat, zu bewerten, ausgehend eben von diesem Wissen, das man jetzt hat, das man damals aber nicht hatte. Also da steckt schon mal irgendwie schon so ein eingebauter Fehler drin, ganz oft. Ansonsten, je ne regrette rien. Also ich bereue nichts. Wir haben da unseren Standpunkt, glaube ich, immer sehr, sehr klar gemacht. Und es sind auch sehr, sehr viele Dinge dabei, wo ich mir einfach nicht zutrauen würde, das beurteilen zu wollen. Also wenn es jetzt um solche Dinge geht, wie waren die Schulschließungen wirklich notwendig oder haben sie, wie man jetzt gesehen hat, eher negative Auswirkungen, mit denen wir jetzt zu kämpfen haben. Also da würde ich sagen, da bin ich einfach nicht Expertin genug, um das beurteilen zu können. Und klar hat es negative Auswirkungen gehabt. Auf der anderen Seite wusste man eben auch nicht, was jetzt tatsächlich geboten ist damals. Also wie hätte man es anders entscheiden sollen in der Situation? Also ich finde, ein tolles Beispiel ist so dieses Ding, als es hieß, wir schließen jetzt, also es dürfen jetzt Kinder und ihre Familien nicht auf Spielplätze. Ne? Wo man jetzt heute weiß, es ist im Freien, die Wahrscheinlichkeit einer Ansteckung wäre da wahrscheinlich nicht besonders hoch oder sogar ziemlich gering. Das war dann relativ bald, da erinnere ich mich an so ein Gespräch mit Martin Moder und Co., wo man dann gesagt hat, nein, es ist wirklich, also draußen ist eigentlich irgendwie okay. Und das wusste man halt nicht. Man wusste es nicht. Und wenn man es nicht weiß, dann sollte man vielleicht erst einmal vorsichtig sein und dann halt erstmal damit leben, dass man jetzt vielleicht im Nachhinein dann zu vorsichtig war. Mhm. Aber ja, also so im Großen und Ganzen bin ich von Deutschland und den Deutschen massiv enttäuscht, wie sie sich da verhalten haben. Ich fand es wirklich zum Kotzen. Ich fand es furchtbar. Ich fand diesen ganzen Schwurbelscheiß, das alles, das hat wirklich sehr, sehr viel kaputt gemacht bei mir, von der, was ich dachte, wie dieses Land und die Menschen hier eigentlich sind. Also das ist wirklich katastrophal, was das bei mir angerichtet hat, ehrlich gesagt. Alexander, magst du noch was ergänzen? Ja, also ich habe tatsächlich auch wenig bisher reingeschaut, weil mir das im Moment auch zu laut ist. Ich glaube, eine sachliche, eine gute, eine wissenschaftliche, eine fundierte Aufarbeitung der Zeit wird noch eine gewisse Zeit dauern. Ist wichtig, um daraus zu lernen, sicherlich. Unerlässlich, denn es wird die nächste Pandemie geben und natürlich müssen wir Lehren daraus ziehen. Das jetzt aber unter der Maßgabe von politischen Vorzeichen zu tun, halte ich für falsch. Und letztendlich bei all den Dingen, die da kritisiert worden sind, wir haben sie gerade schon genannt, erwarte ich von einem Staat, dass er zunächst mal versucht, Menschenleben zu retten. Ja. Das haben die Regierungen europaweit, weltweit in der Regel versucht. Und dass da Fehler bei passieren, haben wir auch diskutiert. Das muss jetzt vernünftig aufbearbeitet werden.
Und dann kann man hoffen, dass die nächste Pandemie auch mit einem Virus passiert, der so ist wie das Coronavirus. Wenn es ein anderer Virus ist mit einer Schmierinfektion, sind die Karten wieder neu gemischt. Und dann dürfen wir wieder alle neu lernen. Und da bin ich auch bei Alexa, also rückblickend mit Wissen, was wir jetzt haben, zu agieren. Also was für mich aber vielleicht doch so eine Lehre wäre, die man daraus ziehen kann, ist, dass da bei der Pandemie noch was anderes dazugekommen ist, dass wir nämlich damals schon Ziel einer Desinformationskampagne von Russland gewesen sind, dass das wirklich noch erschwerend hinzukam, dieses Maß an Falschinformationen, an Polemik, an Spaltung, nicht zuletzt eben durch die AfD, von der man jetzt weiß, dass sie tatsächlich von Russland gefördert wird. Und insofern, das sind alles so verstärkende Faktoren und das müsste man aufarbeiten. Da müsste man wirklich genau hingucken. Und ansonsten kann ich sagen, dass ich nicht bereue, jemandem geraten habe, zu haben, sich impfen zu lassen. Genau. So. Also natürlich nicht. Sowas, also all diese Dinge, sehr Quatsch. Wir haben so viele Fragen. Also, das schaffen wir gar nicht. Es ist ja schon 21.30 Uhr. Okay. Ist krass. Ich gucke jetzt mal ein paar vielleicht noch und dann ist gut. Kannst du noch? Ja. Gut. Aber danke für eure Fragen. Also das ist wahr. Ziemlich öde geworden, wenn ihr nichts gefragt hättet. Also danke geworden. Die sind ja, ich sehe die ja hier im Discord, die bleiben ja da. Mhm. Wir können einfach, ich weiß auch nicht genau, nee, ist ja Quatsch. Wenn wir auch, manchmal kann man ja auch was schneller beantworten. Guck doch mal. Peach Queen, wenn jeder von euch unbegrenzt zur Verfügung gestellt bekommen habe, mit der einzigen Voraussetzung, ein kreatives Projekt zu verwirklichen, was würdet ihr damit machen wollen? Ich würde Ghost Sitter, Mara und der Feuerbringer und Kohlraben Schwarz verfilmen. So wie ich das will. Du? Ich würde dir dabei helfen. Sehr gut. Alexander, du, abgesehen von diesem Goldmonument, was so groß sein soll, dass man es überall in Deutschland sehen kann, von dir selbst, was würdest du von machen? Von der ISS aus. Das ist das Hoaxmaster hier, down there, I can see it. Was würdest du machen? Ich neige dazu zu sagen, okay, wir haben mal gesagt, mit 7% derjenigen, die uns hören, das wäre genial, wenn sie uns unterstützen. Wir liegen aktuell so bei 5,5% und im Grunde genommen ist es jetzt nicht super easy, aber es reicht komplett, um das zu machen, was ich machen möchte. Mhm. In dem Fall bräuchte ich gar nicht mehr, weil Huxler mein Herzensprojekt ist. Oh. Ich darf das machen. Das ist aber schön. Und das von dir, Alexander. Das ist sehr schön. Sehr gut. Alexa? Ja, dem würde ich mich anschließen, weil mir wirklich, also das Projekt im Herzen liegt. Und ansonsten, wenn ich unbegrenzte Ressourcen zur Verfügung hätte, würde ich gucken, ob man irgendwas Tolles unterstützen kann. Zweifelhaft investiere ich dann in deine Serien und Filme rein. So. Auch wieder Rollen. Natürlich, ja, nein, der Hauptrollen, ja. es kam die Frage auf, welche App Sophia zum Englischlernen nutzt. Stimmt, das habe ich mich nämlich auch gefragt. Das klingt total gut. Ich weiß es nicht, ich kann aber. Kannst du es. Moment, ist sie das? Ja. Lora mit 2 O. Okay. Also wie der Papagei Lora, aber mit 2 O. Die kostet halt was. Ja. Aber ich glaube, man hat da so einen Testzeitraum. Cool. Der Torium schreibt, wird es eine oder mehrere Sonderfolgen zur Europawahl geben? Wenn ja, wen außer Dirk ladet ihr ein? Keine Ahnung, wir einladen, aber wir werden definitiv zur Europawahl was machen. Sicherheit. Ja. Resi, was läuft da zwischen euch und Joey von Mdwall? Darf man mehr erfahren? Ja, wir machen mit ihm zusammen und mit der Adam und mit der Agnes Zankel, glaube ich, eine Folge nachsitzen über die Tempelritter. Misantronic, Meinung zum Video von David Hein über den Zustand des deutschen Films, habe ich geguckt, der hat Maron der Feuerbringer ausgelassen, Schande über ihn, aber ansonsten fand ich das ziemlich gut zusammengefasst. Hobbit der Große. Da das letzte Mal, naja, was soll ich? Nein, ich dachte, weil du jetzt einfach das. Ja, aber naja, was soll denn jetzt, wenn er mich was fragt, der Alexander was sagen? Vielleicht wollte der Alexander auch was zu dem Video was sagen, keine Ahnung. Alexander, was möchtest du zu dem Video von David Hein über den Zustand des deutschen Films sagen? Habe ich nicht gesehen, kann ich nicht zu sagen. Nächste Frage. Ja, super. Also, Hobbit der Große, da das letzte schon 2 Jahre her ist. Ich möchte mich nochmal bei euch bedanken, dass ihr mich seit knapp 4 Jahren begleitet. Alter. Durch die mittlerweile stark erweiterte Krabkau-Bubble ist Wissenschaftskommunikation, Kommentare, die wirklich lustig sind, Hörspiele ein Teil meines Alltags geworden. Das ganze Negative darum herum wäre ja sonst kaum auszuhalten. Danke dir, das ist echt schön. Danke. Zippidi-Bebop, gibt es nochmal eine Community-Aktion wie bei dem Video zu Da bist du nicht allein? Bestimmt.
Prophecy Cosplay. Ist irgendwann mal eine In-Person-Nachsitzen-Veranstaltung geplant? Hoaxilla Live war so schön und wir haben damals die Con verpasst. Ja, das würden wir gerne machen. Es gibt etwas, was ein bisschen in die Richtung geht, Alexander. Mhm. Die Con vom Sven, wie heißt die noch? Dürfen wir darüber schon reden? Wir können ja einfach mal sagen, dass sie angedacht ist. Da gibt es dieses Jahr im Sommer in Berlin was, wo der Herr Krapweis und die Waschgaus sind und irgendwie gibt es da Bühnen und da fällt uns bestimmt irgendwas ein. Genau. So. Und da wäre auch die Idee gewesen, Sophia, wenn du kannst, dass du mitkommst. Aber da haben wir halt gesagt, das wissen wir noch nicht. Ja. Aber also immerhin, das gibt es. Es soll ein Live-Nachsitzen mindestens zu dritt geben dort. Da sind wir dann also mindestens zu dritt, vielleicht zu viert. In Berlin? Ja, Berlin. Berlin, genau. Berlin. Genau. Also, da, ja, da ist das dann da. Misantronic 1. Meinungen zur Altersvorsorge aller ETFs, Immobilien und Co. Seid ihr aufgestellt oder fuck capitalism all the way? Wie bitte? Keine Meinung dazu. Ja. Ich bin da sehr inkompetent. Ja. Ich bin in der gesetzlichen Versicherung Künstler, Sozialkasse. Genau, genau. Sehr cool. Und hab eine minimalst kleine Riester-Rente seit 1000 Jahren am Laufen. Süß. Und ansonsten podcasten wir bis. Genau, ich muss podcasten, bis ich tot vom Stuhl falle, glaube ich. Also ich habe. Anders wird das nicht gehen. Keine Rentenversicherung, ich mache das eigentlich genauso. Ich hoffe halt, dass irgendetwas von den Dingen, die ich mache, so erfolgreich ist, dass es auch über den Moment hinaus, wo ich es gerade erst gemacht und habe und dafür bezahlt wurde, Geld abwirft. Und das kann klappen. Florian Spitzohr, jetzt traue ich mich nicht mehr, Alexander nach dem Klemmbausteine-Stream zu fragen. Tja, dann halt nicht. Tofologie. Alexander, möchtest du was dazu sagen? Es ist in Planung. Das war die letzten Monate, hätte ich gesagt, das schaffe ich nicht mehr. Jetzt langsam wird es wieder ein bisschen besser. Tofologie. Wie bereitet ihr eine Sendung vor, sobald das Thema feststeht? Wir verschicken die Zoom-Links so hoffentlich an alle Gäste, die wir eingeladen haben. Und dann sollen uns die das erklären, was wir da an Fragen haben. Genau, wir erklären ihnen, dass wir keinen Plan haben. Ja, also das ist eigentlich so das, was am längsten dauert vor der Sendung, während hier das Musikintro läuft, erklären wir halt immer lang und breit und sagen, wir haben... Schön, dass du da bist. Und wir erklären dann auch immer, es kann halt sein, dass wir uns komplett irgendwo anders hin verdödeln und bitte seht uns das nach, es ist ein Stream of Consciousness im wahrsten Sinne und so. Ja, also gar nicht. King Kong vs. Godzilla, für wen seid ihr? Wurscht. Vielleicht. King Kong. Ja. Ja, ich bin da eher auf der Godzilla-Seite. Ja, echt? Vielleicht bröselt das irgendwie mal so an mir vorbei. Aber ich möchte, dass die Freunde werden. Sind sie doch am Ende dann immer auch, oder? Ja, das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Smash Patriarchy. Er sieht, für wen wir sind. Ja, ja, natürlich. Smash Patriarchy, wann kommt das Format, wo du live die Hörspielbewerbungen vom Chat am Dosentelefon entgegennimmst? Wenn die Hölle zufriert! Ich möchte keine Hörspiele. Das war die dritte haben. Idee. Ja, ich habe, das war die ich habe auch dritte gerade Idee von Smash Patriarchy. Strike. Sorry, jetzt wird geblockt. Was? Das war die dritte crazy Formatidee. Ich habe doch gedacht, ach so, ja, stimmt, ja, genau. Ideen, dann ist Feierabend bei uns. Ah, wir schaffen es bis nach unten. Es sind nicht mehr viele. Frage an Alexa. Nur an Alexa. Lieblingsbands der 80er. Oh, Judas Priest. Kannst noch eine nennen? Dio. Eine noch. Metallica. Gut, das reicht. DJ Mr. G, im Anschluss daran, an alle, welche Sängerbands haltet ihr für Überbewertung? Überbewertet. Nennung bedeutet nicht, dass dessen oder deren Musik per se schlecht ist. Was haltet ihr für überbewertet? Also ich fange mal an, ich halte nichts für überbewertet, weil das immer im Auge des Betrachters liegt. Also wenn jemand eine wirklich wahnsinnige Affinität zu Duran Duran hat und das für ihn wahnsinnig eine ganz gigantische Rolle in seinem Leben spielt, dann kann ich doch nicht sagen, dass ich sage, also ich finde, das hast du jetzt mal ein bisschen überbewertet, Freundchen, sondern dann ist das halt so. Und ansonsten diese ganzen besten Listen und so weiter, ja, da werden wohl irgendwo, keine Ahnung, Pink Floyd, die Beatles und Co. werden da wohl draufstehen auf der Liste, weil die halt sehr viel wichtige Dinge getan haben, Jimi Hendrix, wenn es um Gitarre geht, was weiß ich. Aber ich würde nicht mir herausnehmen zu sagen, dass irgendwer nach meiner wirklich völlig unmaßbildlichen Meinung überbewertet ist. Das ist
meine Haltung dazu. Was sagst du dazu als Musikkonnoisseur? Ja, ich wäre jetzt auch gar nicht auf die Idee gekommen, irgendwie bei irgendwas zu sagen, das finde ich jetzt aber überbewertet, ja. Weil ich, weil das ja eine Geschmackssache ist. Also wie du schon gesagt hast, das ist was ich mir, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt bei irgendwas sage, es ist überbewertet. Keine Ahnung, nein. Aber ich finde, bei Musik kann man das schlecht beurteilen, weil es halt darum geht, gefällt es jemandem oder gefällt es nicht oder macht es jemandem ein gutes Gefühl oder nicht? Also es könnte höchstens sein, wenn jetzt jemand ganz schlecht Geige spielt und alle sagen, es ist der beste und virtuoseste Geigen, virtuoseste ist, glaube ich, falsches Wort. Virtuotesteste. Ja, genau, das meinte ich. Geigenspieler aller Zeiten. Ja. Dann könnte man, glaube ich, sagen, ja, der ist jetzt aber irgendwie überbewertet. Naja. Also in so einem Fall. Ja, aber weißt du, wenn du dir jetzt, also wenn ich mir jetzt... wenn jemand keine Note trifft und eigentlich, also wenn ich jetzt Geigen spielen würde. Ah, okay. Ja, und jemand würde dann sagen, die Sophia, also da kommt wirklich keiner ran. Dann würde ich sagen, da wurde ich überbewertet. Also insofern kann man es schon vielleicht in dem Fall. Gleich, Alexander, weil Moritz Linden das gerade sagt, hattet ihr nicht mal eine Folge darüber gemacht, dass Elvis überbewertet ist, weil er eigentlich nichts Neues gemacht hat? Das ist eine andere Frage, das ist eine akademische Frage, die man dann akademisch beantworten kann, aber auch nur aus diesem Blickwinkel. Hat er was Neues gebracht? Nö, hat er nicht. Habt ihr dann gesagt, er ist überbewertet? Nicht wirklich, aber er hat es. Nein, nicht direkt. Weil da war ich nicht dabei bei der Folge. Nein, das war die Cultural Appropriation, glaube ich. Mit Dara. Nee, das haben wir so nicht gesagt. Ich verstehe den Gedanken, aber alles, was Tommy sagt, ich habe da nichts Neues zu sagen. Teile ich genau deine Einstellung. Alexa. Nee, ich könnte auch nur sagen, was ich gerne höre und was ich nicht so gerne höre. Also, das hat mit Bewertung. Also. Wem Taylor Swift total gut gefällt, der soll Taylor Swift gerne hören. Das ist, und dass man aus einem akademischen Blickwinkel sagen kann, objektiv gesehen, empirisch, die Beatles hatten einen großen Einfluss. Ja. Das kann man ja dann machen. Mhm. Ja, und dann muss man aber auch dann halt diesen Leuten zuhören, die sowas dann machen. Aber ansonsten, es gibt nichts. Mhm. Ja. Benji 8472. Ihr seid für mich das, das ist jetzt die Frage, was da kommt. Ihr seid für mich das, ihr seid für mich das, woran die Talkformate im linearen Fernsehen immer scheitern. Harte Themen mit Humor, Common Sense und Fachkenntnis auf eine lebendige Art und Weise live durchzuspielen. Durchzuspielen ist ein ganz, ganz tolles Wort dafür, weil genau das machen wir. Ihr habt mir durch die Pandemie geholfen und auch wenn ich hier im Lurk hänge, lese ich immer den Chat mit, was mir besonders viel Mut macht. Danke für alles. Danke dir. Danke dir. Was für ein schönes Kompliment. Das ist echt toll. Vielen Dank. Ja. Juli wie der Monat. Alexa, Ausrufezeichen 11. Wann geht's mit Black Week Stories weiter? 1111. Die Aufnahmen sind ja zu 95% abgeschlossen von Riverstarter. Ja. Also ich weiß schon genau, was ich als nächstes lese aus dem Kabinett der Fantasten. Okay. Ich werde das demnächst jetzt aufnehmen. Okay. So, eine Frage der Mods von Blue Fennis oder eine Herausforderung. Mods gegen die Noob-Tour-Crew. Wann? Sea of Thieves. Achso, Termin finden. Komm, mal. Ja, das Problem ist, wir müssten dann erst einen Server finden, wo wir zu 8 spielen können. Naja. Und du musst ja halt den Stream lange genug machen. Ja, also wir werden natürlich verlieren. Also das ist sowieso klar. Also egal, das ist keine Frage. Aber das können wir gerne machen, aber ihr müsst leider den Nachmittag damit verbringen, den Server zu finden, damit da zwei Schiffe auf einem Server sind. Aber das machen wir sehr, sehr gerne. So, letzte Ansage, Harlem 42, muss man so sagen, ohne euch und LGT, Last Geek Tonight nehme ich an, wäre ich nicht so gut durch die Pandemie gekommen. Dankeschön. Wir ohne euch auch nicht. Ja, das kann man genauso sagen. Genau, kann man, genau. Ja, genauso kann man das sagen. Ja, das war ja richtig nett. Also wir hatten ja mal gesagt, wir machen die Ask Us Anything regelmäßiger. Das sollten wir wirklich machen, weil es ist echt krass, wie viel Zeug da kam und wie schön die Sachen sind und wie unterschiedlich. Das sollten wir einfach, ich weiß nicht, Alexander, mal so alle 5-mal oder alle 6-mal einfach einplanen und dann vielleicht auch mit dem Gast wieder dazu holen. Bis halt keine Fragen mehr kommen und dann lassen wir es bleiben. Ja, ihr habt echt schöne und interessante Fragen gestellt. Das muss man ja auch können. Danke dafür. Super. Ja.
Wir werden sehr viel beklatscht und vielen Dank für die Abos. Die bedeuten uns sehr, sehr viel, denn die können wir gerade wirklich brauchen. Wir krebsen gerade bei 1163 Abos rum. Oh. Also Subs, das ist wirklich... Das ist fast schon peinlich. Traurig, aber die Leute, die uns da gesubbt haben, denen sind wir umso dankbarer. Ja. Gut, also, dann klappe ich das Ding mal zu. Jetzt kommt keine weitere Frage mehr. Vielen Dank. Nächste Woche, Alexander, da du dich ja so gut mit unseren Terminen auskennst. Also am Donnerstag ist alle bekloppt. Richtig. Und morgen ist Real Life. Genau, fangen wir damit erstmal an. Oh, was für eine Folge wird es morgen? Oh Gott, ich wusste es gerne. Rasputin. Was? Rasputin? Ja. Jetzt habe ich wieder den Ohrwurm. Ja. Ja. Das können wir aber ein bisschen anders. Nächste Woche ist dann schon mit Adam und im Duval und der gestern der Namen ich jetzt gerade wieder vergessen habe. Die Tempelritter. Mhm. Nächste Woche ist super. Tempelritter. Wir reden über Tempelritter. Und so danach? Das ist der arme Alexander. Ach, der arme Alexander. Ja, der arme Mann, ich habe einen ganz empfindlichen Daumen. Danach haben wir dann tatsächlich Urlaub. Thema Urlaub. Thema Urlaub. Und dann haben wir das Thema Männer, die die Welt verbrennen mit Christian Stöcker besagtem. Und danach planen, da haben wir schon wieder Anfragen für andere spannende Leute, die aber noch nicht fest zugesagt. Aber wir sind, also so planungsmäßig, wir sind ja teilweise, sind wir ja wirklich nur von Woche zu Woche. Das ist schon gehechelt. Großartig. Also vielen Dank an alle. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Da sehen. Oh, gentle breeze from hush by mountain. Softly blow over lullaby bay. It fills the sails of boats that are waiting, waiting to sail your worries away. Isn't far to hush by mountain, and your boat waits down by the quay. The winds of night so softly are sighing, soon they will fly your trouble. So close your eyes on Hushabye Mountain. Wave goodbye to cares of the day, and watch your boat from Hushabye Mountain sail far away from Lullaby Bay. And watch your boat from Hushabye Mountain sail far away from Lullaby Bay, sail far away.